So, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie bitten, Ihre Plätze einzunehmen. Und Auftaktbilder sind soweit auch gestattet. Aber gleichwohl würde ich dann auch bitten wollen, hinten die Türen zu schließen. Diejenigen, die noch reinkommen möchten, können dies auch natürlich gerne tun, sodass wir dann auch beginnen können. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte Sie sehr herzlich begrüßen, darf Ihnen allen auch ein gutes neues Jahr wünschen, insbesondere dort, wo ich es noch nicht persönlich habe tun können, darf Sie herzlich, wie gesagt, zu unserer öffentlichen Anhörung willkommen heißen. Die Sitzung ist eröffnet. Bitte nehmen Sie Platz. Ich darf darauf hinweisen, dass der Ausschuss die Durchführung dieser Anhörung in seiner Sitzung am 12. Dezember letzten Jahres beschlossen hat. Die Anhörung gliedert sich in zwei Themenblöcke. Der erste Block betrifft die Vorbereitungen auf einen Austritt des Vereinigten Königreichs mit Austrittsabkommen und insbesondere Fragen zum Entwurf des Brexit-Übergangsgesetzes. Im zweiten Teil geht es um Vorbereitungsmaßnahmen für einen Austritt ohne ein Abkommen, denn im Augenblick ist ja noch so manches Kaffeesatz Leserei. Und ich weiß sehr wohl, dass auch in Ansehung der morgigen Abstimmung im Unterhaus einige vielleicht auch sich gefragt haben, macht es Sinn, jetzt heute dann eine Anhörung dahingehend auch durchzuführen? Sicherlich ja, denn auch als Ausschuss tun wir gut daran, uns mit den verschiedenen Szenarien auseinanderzusetzen. Denn die Bürger erwarten Antworten, aber auch vor allem die Wirtschaft erwartet Antworten, die wir auch von unserer Seite versuchen zu geben. Denn wie gesagt, die Geschicke liegen in den Händen anderer. Wir möchten das Ganze erhellen mit zahlreichen Sachverständigen, die ich schon in toto herzlich willkommen heiße. Viele bekannte Gesichter in dieser Reihe. Denn zunächst möchte ich herzlich willkommen heißen Herrn Professor Dr. Christian Kalis hier von der FU in Berlin, dann Herrn Professor Dr. Martin Schmidt-Kessel und Herrn Dr. Volker Dreyer, Herr Schmidt-Kessel von der Universität Bayreuth, ebenfalls wie Professor Kalis für den Fachbereich der Rechtswissenschaften und Herr Dr. Volker Dreyer vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag. Sie werden für beide Themenblöcke als Sachverständige zur Verfügung stehen. Deswegen möchte ich noch diejenigen natürlich nennen, die nur für den ersten Themenblock benannt wurden. So Herr Professor Dr. Franz Mayer, den wir alle bestens kennen, natürlich auch aus den Verfahren in Karlsruhe. Sie vertreten den Lehrstuhl für öffentliches Recht an der Universität in Bielefeld. Dann Frau Susanne Wixford vom Deutschen Gewerkschaftsbund. Martin Hau, Vorsitzender Lawyers for Britain in Berlin. Sie möchte ich auch herzlich willkommen heißen. Sie werden dann in Englisch vortragen, aber wir haben die Verdolmetschungsmöglichkeit geschaffen. Dann Professor Dr. Ingolf Pernies von der Humboldt-Universität in Berlin, auch uns natürlich allerbestens bekannt. Jane Golding, British in Germany e.V., ebenso benannt wie Dr. René Repasi, Erasmus-Universität von Rotterdam. Für den Themenblock 2 nun zusätzlich Dr. Nikolai von Ondarza von der Stiftung Wissenschaft und Politik, Herr Dr. Guntram Wolf vom Bruegel-Institut, dann Professor Dr. Gunnar Beck, University of London, Dr. Paul Behrens, University of Edinburgh, Doro Zinke vom Deutschen Gewerkschaftsbund und Professor Dr. Peter Tobias Stoll von der Universität in Göttingen. Alle Lebensläufe wurden im Vorfeld verteilt und Sie sehen schon allein an der schieren Anzahl der Sachverständigen, dass es sicherlich wir es gut heißen, uns auf diese Möglichkeit der Kenntnisnahme der Lebensläufe zu beschränken. Ansonsten würde das Zeitbudget etwas sprengen.
Bevor wir mit der Anhörung beginnen, erlauben Sie mir noch einige organisatorische Hinweise. Die Anhörung wird, wie gesagt, simultan verdolmetscht. Die Anhörung ist öffentlich und wird live im Parlamentsfernsehen übertragen, Kanal 2. Die schriftlichen Stellungnahmen der Sachverständigen wurden im Vorfeld auf den Ausschussdrucksachen 19-2125 bzw. 19-2139 verteilt und sind auf der Internetseite des Ausschusses auch abrufbar. Unser heutiges Zeitfenster reicht bis 14.30 Uhr. Und im Interesse möglichst vieler Wortmeldungen haben sich die Fraktionen auf folgendes Verfahren verständigt, was jetzt insbesondere den Kolleginnen und Kollegen des Europaausschusses natürlich nicht fremd ist. Es wird keine einleitenden Stellungnahmen der Sachverständigen geben, sondern wir beginnen direkt mit den Fragen und Antworten. Die Fragen werden auch jeweils unmittelbar beantwortet. Das ist insoweit von Bedeutung, als dass jeder Fragesteller entweder eine Frage an zwei Sachverständige stellen kann oder, zwei Fragen an einen Sachverständigen. Wichtig dabei ist zu wissen, für jede Frage- und Antworteinheit gibt es ein Zeitfenster von insgesamt 4 Minuten. Das heißt, je kürzer die Frage, desto mehr Zeit verbleibt für die Antwort. Sie haben es also selbst in der Hand, ob Sie sich reden, hören, wollen oder die Sachverständigen. Der Zeitablauf erscheint auf den Bildschirmen des Würfels. Zusätzlich ertönt das Gongzeichen nach Ablauf von 4 Minuten. Und auch wenn zwei Sachverständige angesprochen sind, ich werde da sehr strikt sein müssen, sodass vielleicht gegebenenfalls sonst für den zweiten Sachverständigen keine Zeit mehr besteht. Also das ist auch vielleicht eine gewisse Aufforderung an unsere Sachverständigen, selbst darauf ein wenig zu achten. Jede Fragerunde besteht aus 9 Frage- und Antworteinheiten. Es sind so nach 2 Fragerunden pro Themenblock möglich. Mitglieder der mitberatenden Ausschüsse bitte ich, Redewünsche über die Obleute im EU-Ausschuss auch entsprechend anzumelden. Bitte sagen Sie auch zu Beginn Ihrer Frage, an wen Sie die Frage bzw. Fragen richten. Und völlig selbstverständlich benutzen Sie bitte auch das Mikrofon. Wir beginnen nunmehr mit Themenblock 1 der Anhörung und ich bitte als erstes den Kollegen Hahn für die CDU-CSU-Fraktion um seine erste Frage. Ja, Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Experten, prinzipiell darf ich nur kurz sagen, dass ich es gut finde, dass wir diese Anhörung heute durchführen und nicht verschieben. Ist auch ein Ausdruck zumindest der mehrheitlichen Entschlossenheit des Parlaments, dass wir an unserer Position, nämlich an einem Austrittsabkommen festzuhalten, dass wir das nicht in Frage stellen. Ich habe eine Frage an zwei Experten, einmal an Professor Kalis und an Professor Schmidt-Kessel. Mich würde interessieren, ob nach Ihrer Sicht das EU-Austrittsabkommen und die deutschen nationalen Maßnahmen, insbesondere das Brexit-Übergangsgesetz, ineinander greifen, sodass aus heutiger Sicht die Risiken weitgehend abgedeckt sind. Ja, vielen Dank. Nach meiner Einschätzung greifen die beiden, also die das Brexit-Übergangsgesetz greift sozusagen in die europäischen Regelungen hinein. Ich bin der Meinung, dass dieses Gesetz überwiegend deklaratorische Bedeutung hat, aber sozusagen in diesem Sinne natürlich dann auch konkretisierende und klarstellende Bedeutung für die deutsche Rechtslage im Kontext des Brexit hat. Und insofern geht es natürlich darum, Widersprüche zu vermeiden. Ich jetzt selber habe insofern keine größeren Probleme sehen können. Also insofern glaube ich, dass es klug ist, das nochmal zu regeln, nochmal deutlich zu machen für die nationale Ebene. Ich finde es auch wichtig, dass der Bundestag hier Flagge zeigt. Aber ich finde, sehe jetzt hier keine Problematik mit Blick auf die europäischen Vorgaben. Natürlich vorausgesetzt, die Entwicklung läuft so, wie das Brexit-Übergangsgesetz es annimmt. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Ich kann mich dem nur anschließen. Es ist sicher sehr sinnvoll, hier
diese Übergangsperiode in das nationale Recht zu übernehmen, weil das eben insbesondere in Bereichen, in denen der Umsetzungsgesetzgeber gefragt ist, nicht ohne weiteres und automatisch geschieht. Es wäre sonst eine Frage der Auslegung durch Gerichte, insbesondere in privatrechtlichen Situationen, scheint mir das dann auch das Risiko zu, erschien es mir das Risiko zu geben, dass das über lange Zeit zu Gerichtsverfahren folgt, wann denn jetzt im Einzelnen hier von einem Wirksamwerden des Austrittsabkommens und der Übergangsperiode auszugehen ist. Was ich gut finde, ist damit der Paragraph 1. Der Paragraph 2, der scheint mir ein bisschen wirr zu sein. Der hat eine extrem komplizierte Verweisungstechnik und der nimmt eine ganze Reihe von Fällen auf, die nicht wirklich eine größere Relevanz haben und es bleibt dafür anderes ungeregelt, was man tun könnte. Insbesondere das in der Rechtswissenschaft teilweise etwas umstrittene Verhältnis des Austrittsabkommens zum EWR wird im Brexit-UG nicht adressiert und da es da Stellungnahmen aus der Wissenschaft für Einzelbereiche, meistens zu Spezialmaterien, etwa Finanzdienstleistungsbereich gibt, die davon ausgehen, dass ein Austritt einfach zu einer EWR-Mitgliedschaft führt, was, glaube ich, inzwischen kaum noch vertretbar ist, wäre es sinnvoll für das nationale Recht meines Erachtens hier eine Klarstellung mit aufzunehmen. Also nicht nur Austritt aus Europäischer Union und dem Atomübereinkommen, sondern auch aus dem europäischen Wirtschaftsraum, das fürs Bundesrecht ausdrücklich mitzuregeln. Vielen Dank. Dann hat das Wort Kollege Hack-Werdi für die SPD-Fraktion. Danke, Herr Vorsitzender. Zu Beginn dieser interessanten Brexit-Woche wünsche ich allen ein frohes neues Jahr, Gesundheit und den Rest bekommen Sie offensichtlich alleine hin. Ich komme gleich zur Frage. An Frau Wixford habe ich zwei Fragen, bitte. Das Vereinigte Königreich hat jetzt im Falle der Ratifizierung des Austrittsverfahrens, wird es weiter Mitglied einer Zollunion mit den Mitgliedstaaten bleiben. Das ist sicherlich auch der Tatsache geschuldet, dass man die Grenze zwischen der Republik Irland und Nordirland verhindern will. Danach genießen britische Güter dann den freien EU-Zugang in der Übergangsphase, wie gehabt. Und mit dem Repeal Bill hat das britische Parlament auch die Übernahme des EU-Acquis samt sozial- und arbeitsrechtlichen Mindeststandards übernommen. Meine Frage lautet an Sie, oder meine Fragen, glauben Sie, dass es dennoch zwischen der Ratifikation des Austrittsvertrags und dann Ende der Übergangsfrist zu unfairen Wettbewerb zwischen britischen und europäischen Firmen kommen könnte, wenn ja, in welcher Form? Und was sollte der Gesetzgeber Ihrer Meinung nach jetzt tun, auf was sollte man jetzt achten, um ein Level Playing Field insbesondere bei Arbeits-, Umwelt- und Sozialstandards während der Verhandlungsphase über ein zukünftiges Abkommen zu gewährleisten? Vielen Dank. Dankeschön, bitte sehr. Ja, vielen Dank für die interessanten Fragen. Zu der ersten Frage. Wir befürchten, dass es dennoch zu unterschiedlichen Standards kommen wird. Es ist ja jetzt schon in der Europäischen Union so, dass es Sozial- und Lohndumping auf Basis des derzeitigen Acquis gibt zwischen den Mitgliedstaaten, weil eben Sozial- und Arbeitsrecht in der Europäischen Union immer noch Stückwerk ist. Die Frage ist, wie weit Großbritannien in Zukunft an der neuen ELA-Arbeitsbehörde teilnehmen wird, die dazu eingerichtet werden soll, dass eben Sozial- und Lohndumping grenzüberschreitend bekämpft werden soll. Zu dieser Frage wurde noch nichts untersucht. Es ist eher anzunehmen, dass die ELA für Großbritannien nicht zuständig sein wird, da das im Repeal-Bill überhaupt nicht erwähnt wird, weil es ja noch nicht derzeitige Gesetzgebung ist. Das heißt, wir befürchten da eine Verschlechterung auch für die Beschäftigten der britischen Arbeitnehmerinnen unter der Berücksichtigung, dass dort jetzt schon sehr schlechte Mindeststandards herrschen. Nullstunden Arbeitsverträge seien nur als Beispiel genannt. Zu der zweiten Frage, was ist jetzt zu tun, um ein Level Playing Field zwischen den Unternehmen und damit auch zwischen den Beschäftigten zu sichern, ist unser Vorschlag, das erste natürlich etwas visionär, dennoch sich politisch einzusetzen für einen Exit vom Brexit, also eine Rückabwicklung. Dazu gibt uns der Europäische Gerichtshof ja schon die Anleitung mit seinem Urteil aus dem Dezember 2018, wonach
ein einseitiger Widerruf möglich ist. Die zweite Möglichkeit nach der heutigen Abstimmung wäre, dass ein besonderes Ereignis eintritt, sodass die Übergangsfrist verlängert wird, in der man das Abkommen noch nachverhandelt. Wir sehen im Moment das Problem, dass May ja schon 2017 angekündigt hat, die nicht harmonisierten Bereiche für auszunutzen, um Unternehmen nach Großbritannien anzulocken. Da denke ich zunächst einmal vor allem an Steuerrecht. Sie hat bereits angekündigt, dass sie das Steuerrecht für große Unternehmen ausnutzen wird, um durch günstige Körperschaftssteuersätze eine Art Singapur vor dem Kontinent zu schaffen. Vielen Dank. Dankeschön. Das Wort hat Frau Miazka von der AfD-Fraktion. Zunächst guten Morgen und auch im Namen der AfD-Fraktion ein frohes neues Jahr an alle Kollegen und Sachverständigen und explizit an die Sachverständigen. Vielen Dank, dass Sie heute die Zeit für uns haben. Ich beschränke mich mit meinen beiden Fragen auf Herrn Hau. Die lauten wie folgt. Welche Auswirkungen hätte es, wenn es morgen keinen Deal gibt, wenn es einen No-Deal gibt, insbesondere auf die Landesgrenze Nordirland, Irland, insbesondere im Hinblick auf die Regelung, die die WTO vorsieht? Im Klartext, haben wir eine harte Grenze? Die zweite Frage ist, befürworten Sie eigentlich eine Übergangsphase, in der eben noch für einen gewissen Zeitraum die EU-Gesetze weiter gelten für die UK? Vielen Dank. Dankeschön. Ich halte auch die Uhr kurz an. Nur als ein Hinweis, das Szenario No-Deal ist dem zweiten Themenblock vorbehalten. Das nur, da müssen Sie sich vielleicht in der Fraktion noch ein bisschen sortieren. Aber ich lasse die Frage natürlich trotzdem erstmal jetzt zu, des Kontexts halber. Und Frau Hau hat das Wort. Herr Hau natürlich. Thank you very much. Thank you. Vielen Dank. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Ganz herzlichen Dank dafür, dass Sie sich die Zeit nehmen, diese vielleicht etwas andere Perspektive anzuhören zum Thema Brexit. Was die irische Grenze angeht, so hat die britische Regierung klargestellt, dass es keine physische Infrastruktur an der Grenze geben darf, dass es die auf keinen Fall geben wird, auch wenn Großbritannien ohne Deal die EU verlässt. Und nach den WTO-Regeln wäre dies auch nicht notwendig. Nach den Meistbegünstigungsregeln der WTO ist es so, dass diejenigen Länder, die nicht Teil eines Freihandelsabkommens, nicht Teil einer Zollunion sind, einheitliche Zollsätze erheben müssen. Zollsätze müssten also erhoben werden beim Güterverkehr. Diese Zollsätze müsste man nicht unbedingt unterstützen durch physische Maßnahmen an der Grenze. Die Kontrollen könnten weg von der Grenze verlagert werden, könnten stattfinden bei den teilnehmenden Firmen. Und die WTO ermutigt die Staaten dazu, eigentlich solche Maßnahmen zu treffen nach dem WTO-Abkommen, das ratifiziert wurde durch die EU. Und Großbritannien würde auch Vertragspartei dieses Abkommens werden nach dem Austritt. Und dann zu der zweiten Frage, zur Frage nach der Übergangszeit. Ich und auch die anderen Mitglieder meiner Gruppe sind der Meinung, dass das nicht notwendig wäre und dass das sogar schädlich wäre. Ursprünglich ging es darum, dass man eine Übergangszeit schafft, um dann Vorbereitungen zu treffen für die Umsetzung eines Abkommens. Aber angesichts der Ereignisse gibt es kein Abkommen, es gibt keine Einigung, keine grundsätzliche Einigung, die man erwartet hätte. Die politische Erklärung ist extrem schwammig und das würde ja dann bedeuten, dass die Verhandlungen fortgesetzt werden. Und das wäre sehr störend und sehr schädlich für die Firmen, für die Wirtschaft. Die Übergangsphase wird nicht notwendig sein mit dieser vollständigen Umsetzung des EU-Rechts in Großbritannien. Man kann viel spezifischere Maßnahmen treffen, um den Handel möglichst reibungslos zu organisieren. Und wir sind der Meinung, dass die schädlichsten Aspekte der Übergangszeit darin bestehen, dass Großbritannien dadurch ein Vasallenstaat wird, ein Regelempfänger
Und Großbritannien hätte aber keine Stimmrechte mehr, keine Beteiligungsrechte und keine Vertreter mehr beim Europäischen Gerichtshof zum Beispiel, auch nicht innerhalb der Kommission. Und es gäbe also keine britischen Vertreter bei den europäischen Instituten. Deswegen ist das für uns nicht akzeptabel und wäre also sehr nicht zu akzeptieren als Teil des Abkommens, das ausgehandelt wurde von der Premierministerin. Vielen Dank, Mr. Haut. Dann hat als nächstes das Wort Kollege Seif für die CDU-CSU-Fraktion. Ja, meine Damen und Herren, wir haben eine Anhörung, die teilt sich zwar in zwei Themenblöcke, aber es geht natürlich auch um das Verfahren, was zurzeit in Großbritannien stattfindet. Und da halte ich es an dieser Stelle schon für erforderlich, klar kundzutun in Bezug auf die Äußerungen von Michael Roth, Staatsminister im Auswärtigen Amt. Wir haben natürlich schon eine Bereitschaft, wenn es der Sache dient, die nach Artikel 50 des EUV-Vertrages laufende Zweijahresfrist zu verlängern. Aber nicht alleine, um innenpolitische Auseinandersetzungen in Großbritannien nach hinten zu schieben. Wir müssen Regelungen finden, die uns beiden dienen und den Schaden möglichst gering halten. Und wir haben die vorliegen. Es gibt ein Austrittsabkommen mit politischer Erklärung, sehr ausgewogen. Und ich glaube, die meisten Briten sehen das auch so. Der Streitpunkt ist lediglich die Notfalllösung, die Backstop-Solution für Irland. Und auch da sehe ich nicht die Möglichkeit, das irgendwie abzuändern. Aber ich kann für die CDU-CSU-Bundestagsfraktion an der Stelle noch mal deutlich erklären, wir wollen Großbritannien im weiteren Verfahren unterstützen. Wir möchten mit Großbritannien die Notfalllösung, wenn es geht, vermeiden. Da hätten wir Zeit, wenn jetzt das Austrittsabkommen beschlossen wird, mindestens 2 Jahre Übergangszeit, die eventuell um 2 Jahre zu verlängern ist. So, jetzt habe ich schon fast die Hälfte meiner Zeit verbraucht. Ich darf 2 an einen oder eine an 2 stellen. Deshalb, Herr Schmidt-Kessel, an Sie die beiden Fragen. Die erste entspricht jetzt nicht unbedingt dem, was Sie schriftlich vorbereitet haben. Aber ich interessiere mich natürlich an dieser Stelle auch für Ihre Meinung. Halten Sie es für sinnvoll, diese Frist nach Artikel 50 auf absehbare Zeit überhaupt zu verlängern? Welche Implikationen auf Sicherheit, Unsicherheit im weiteren Verlauf auch für alle Beteiligten im Rechtsverkehr hätte das Ganze? Dann Teil 2. Da muss ich zugestehen, das greift teilweise auch in die zweite Frage ein, aber der Herr Schmidt-Kessel hat ja deutlich auch herausgearbeitet, es gibt viele Rechtsfragen, die greifen natürlich auch in beiden Szenarien. Sie haben sehr schön herausgearbeitet, den Vertrauensschutz, der teilweise sich wiederfindet im Staatsangehörigkeitsrecht, im Beamtenstatusrecht, aber im Gesellschaftsrecht eben nicht. Welche Empfehlung geben Sie uns, das Ganze nationalstaatlich zu begleiten und umzusetzen? Entschuldigung für den Verbrauch der vielen Zeit. Ja, vielen Dank für die beiden Fragen. Kurz die Frage Frist der Verlängerung, ob das sinnvoll ist. Das ist, glaube ich, wirklich eine Frage der politischen Großwetterlage und nicht des Klein-Kleins. Man muss sich klar darüber sein, dass eine Fristverlängerung nach Artikel 50 sehr viel an Folgewirbeln auslöst, weil einfach sich der Zeitpunkt, auf den sich jetzt alle eingerichtet haben, verschiebt. Also gerade wenn etwa Verträge auf diesen Zeitpunkt abgestimmt sind, nicht mal das Austrittsabkommen ist auf diesen Zeitpunkt abgestimmt. Was passiert eigentlich mit der Übergangsfrist, wenn diese Frist nach 50 verlängert wird? Bleibt das so? Bedarf es möglicherweise dort einer Nacharbeit? Könnte vielleicht auch ein Türchen für das Parlament sein, das britische. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, ich glaube, dass wir sehr viele Fälle haben, in denen verbleibende Unionsbürger, also Deutsche respektive der EU-27, hier in ihrem Vertrauen in das System der Europäischen Union und in das System der Grundfreiheiten tatsächlich geschädigt werden, wenn es keine legislativen Maßnahmen gibt. Und ich würde dringend anmahnen, dass wir eine durchaus auch einseitige Vertrauensschutzregel hier aufstellen und das auch zum Grundmuster der Übergangspolitik machen. Das ist vor allen Dingen im zivilrechtlichen Bereich der Fall. Ich glaube, im Verwaltungsrecht ist man über Ermessenstatbestände in der Regel flexibel genug. Vielen Dank. Dann hat Kollege Kuhle für die FDP-Fraktion das Wort. Ja, ganz herzlichen Dank, meine Damen und Herren, liebe Sachverständige, für die Gelegenheit, an Sie einige Fragen zu richten, obwohl ja vieles noch nicht geklärt ist und wir den morgigen Tag sicherlich auch noch
abwarten müssen. Ich habe zwei Fragen an Herrn Professor Dr. Pernies. Ganz herzlichen Dank für Ihre schriftliche Stellungnahme. Sie machen ja mit Blick auf die Zuständigkeit des Europäischen Gerichtshofs systematische Bedenken geltend, dass eine Zuständigkeit des Europäischen Gerichtshofs für Angelegenheiten, die einen Nichtmitgliedstaat betreffen, möglicherweise einer Vertragsänderung bedürfen. Hier wollte ich noch mal nachhaken. Sehen Sie wirklich keine andere Möglichkeit, die Zuständigkeit des Europäischen Gerichtshofs zu begründen, möglicherweise über eine Analogie zu der Thematik EFTA-Gerichtshof EWR? Hier ist ja eine Homogenität vorgesehen zwischen EFTA-Gerichtshof und Europäischem Gerichtshof. Liegt da möglicherweise eine Möglichkeit, wie wir zumindest im Bereich der Handelspolitik, im Bereich der binnenmarktrelevanten Angelegenheiten eine Zuständigkeit des Europäischen Gerichtshofs begründen können? Und meine zweite Frage betrifft auch so ein bisschen die politisch-rechtliche Schnittstelle mit Blick auf das, was morgen passiert. Nehmen wir an, die Abstimmung geht schief, der Deal wird morgen nicht angenommen. Was müsste denn der Deutsche Bundestag, was müssten denn die hier versammelten Abgeordneten auf den Weg bringen, rechtlich, um im Falle einer zweiten Volksabstimmung den Brexit doch noch abzusagen? Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank. Auch vielen Dank für die Einladung, hier sprechen zu dürfen. Kurz mein Bedenken, dass die Inanspruchnahme des Europäischen Gerichtshofs nach Artikel 267 im Vorlageverfahren durch britische Gerichte während der Übergangszeit oder auch nachher möglich ist, sind formal. Nicht? Der Wortlaut ist klar, es muss ein Gericht eines Mitgliedstaats sein, dem EuGH die Fragen vorlegt. Und auch in der Übergangszeit ist der Brexit ja schon da. Das heißt, das UK ist kein Mitgliedstaat. Also wäre es ein britisches Gericht eben kein Gericht eines Mitgliedstaats. Und wenn man das machen will, dann muss man den Vertrag ändern. Jetzt ist die Frage, ob das Abkommen nach Artikel 50 dem entspricht. Sowas ist wie ein Änderungsvertrag zum EU-Recht, also zum EU-Vertrag. Aber das Verfahren, dass da der Rat mit überwiegender Mehrheit zustimmt und dass das Parlament dem zustimmen muss, das ist ein Verfahren, wie es für die normalen völkerrechtlichen Verträge der Fall ist. Und insofern sind auch die Bestimmungen, die für Vertragsänderungen sonst auch bei EFTA-Abkommen und so gepflegt wurden, hier in dem Fall nicht erfüllt. Aber es ist ein formales Argument. Man wird wahrscheinlich darüber hinwegsehen können, weil der Wunsch natürlich, dass der EuGH da aktiv ist, zu solchen Fragen Stellung zu nehmen, die auch die britischen Gerichte stellen, der Wunsch ist natürlich absolut legitim und ist auch sehr wichtig, um dem ganzen Abkommen die Bedeutung zu geben, den Schutz der Rechte für die Bürgerinnen und Bürger, der da vorgesehen ist, diesen Schutz auch wirklich durchzusetzen. Die zweite Frage, ganz kurz, No Deal. Ich denke, es ist der Wunsch für alle, den Brexit trotzdem noch zu vermeiden. Und was der deutsche Gesetzgeber jetzt noch machen könnte, um zu helfen, ein Bonbon hinzustrecken, wenn die Briten sich für ein Volksentscheid nochmal entschließen sollten und Referendum, ist schwierig. Man sollte aber darüber nachdenken, was dann kommt, wenn eine solche Option stattfindet, dass also ein Brexit-Widerrufsreferendum durchgeführt und erfolgreich ist. Vielen Dank. Dann hat Kollege Tönz für die SPD-Fraktion das Wort. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte mich auch noch mal bedanken dafür, dass die Sachverständigen so zahlreich erschienen sind und wir die Chance haben, dieses heute zu debattieren. Meine Fragen richten sich auch im Anbetracht der Zeit an Professor Franz Mayer. Ich hätte da zwei Fragen an Sie. Das eine ist, warum brauchen wir eigentlich ein Übergangsgesetz? Würde nicht eigentlich Artikel 50 insgesamt schon reichen, um die Regelung hinzubekommen? Und die zweite Frage ist, die mich noch viel mehr interessiert, wie bewerten Sie einen möglichen einseitigen Rückzug vom Brexit?
ist ja vom EuGH diskutiert worden. Es gab da ja Hinweise drauf. Wie schätzen Sie die Rechtslage in dem Fall ein, das auch noch mal zu betrachten? Danke. Ja, vielen Dank für die Fragen und auch vielen Dank für die Einladung hier in den Ausschuss. Zunächst zur ersten Frage, warum eigentlich dieses Gesetz? Ich glaube, das ist eine gute Frage, weil es doch einige Anhaltspunkte dafür gibt, dass man dieses Gesetz eigentlich nicht bräuchte. Vielleicht ist es hilfreich, sich nochmal klarzumachen, um was es hier konkret geht. Wir müssen ja deutlich trennen zwischen dem Austrittsabkommen einerseits, das sich auf Artikel 50.2 EUV stützt, und dem Abkommen über die künftigen Beziehungen, das noch aussteht. Dieses Abkommen nach 50.2 ist ein EU-only-Abkommen. Das ist eine Terminologie, die wir in anderem Zusammenhang umfänglich diskutiert haben, Stichwort Freihandelsabkommen. Aber es ist jedenfalls ein Abkommen, das nicht die Mitwirkung nationaler Parlamente vorsieht. Die parlamentarische Begleitung erfolgt ausschließlich durch das Europäische Parlament. Deutschland ist dementsprechend auch ohne Mitwirkung des Bundestages an dieses Abkommen gebunden. Nun könnte man natürlich überlegen, ob möglicherweise hier ein EU-Only-Abkommen gar nicht vorliegt, weil da verdeckt Inhalte drin sind, die über dieses EU-Only hinausgehen. Das ist aber nach meiner festen Überzeugung nicht der Fall. Also auch unter dem Aspekt von Artikel 23, 59 würde man hier keine parlamentarische Begleitung brauchen. Das Austrittsabkommen ordnet für eine Übergangszeit ein, dass wir Großbritannien wie einen Mitgliedstaat behandeln, was das Unionsrecht angeht. Und dann kommt in Artikel 127 Absatz 6 dieses Austrittsabkommens eine etwas schwurbelige Formulierung, die wohl sagen soll, dass auch die Mitgliedstaaten, wenn sie das Europarecht, ich sage es mal unscharf und untechnisch, in die Hand nehmen, Großbritannien weiterhin wie einen Mitgliedstaat behandeln. Und das ist natürlich die interessante Stelle, weil damit zeigt sich, dass das, was § 1 des Brexit-Überleitungsgesetzes regelt, eigentlich schon in dem Abkommen da enthalten ist. Mit anderen Worten, dieses Gesetz hat eigentlich nur deklaratorischen Gehalt an der Stelle. Also es hat nur wiederholenden Charakter, es bringt nichts Neues. Nun kann ein solches Gesetz natürlich trotzdem sinnvoll sein, weil es Rechtsklarheit schafft. Rechtsklarheit bedeutet auch Rechtssicherheit. Von daher ist es durchaus sinnvoll, Dinge nochmal zu wiederholen, obwohl sie eigentlich schon gelten. Das hat man auch auf Landesebene gemacht, zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen im entsprechenden landesrechtlichen Gesetz hat man nochmal wiederholt, dass eben das Kommunalwahlrecht für Unionsbürger sich nicht mehr auf die Briten erstreckt, obwohl sich das eigentlich ohne weiteres aus dem Abkommen ergibt. Es gibt dann aber einen rechten Regelungsmehrwert, insoweit, als dass eben auch Bundesrecht dann so zu handhaben ist, als sei Großbritannien weiter Mitgliedstaat, wenn es eben nicht der Umsetzung dient. Also von daher hat man an der Stelle einen gewissen Mehrwert, wobei ich mir da allerdings auch etwas mehr Klarheit in der Gesetzesbegründung gewünscht hätte, insbesondere was den europäischen Haftbefehl angeht, dazu vielleicht aber in einer anderen Runde mehr. Nur noch kurz zur zweiten Frage, die Sache mit dem einseitigen Rückzug. Ich habe immer vertreten, dass das nicht möglich ist. Ich glaube auch immer noch, dass das richtig ist. Der EuGH hat es anders entschieden. Der EuGH hat aber gleichwohl gesagt, dass es hier unter anderem um Good Faith geht. Also man muss sich klar machen, es geht, Großbritannien kann sich einseitig von diesem Austrittsanliegen wieder lösen, aber nicht endlos das wiederholen, also in 6 Monaten wiederkommen. Wenn die das jetzt zurücknehmen, dann ist erstmal Schluss. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Professor Mayer. Dann hat Kollege Hunko das Wort für die Fraktion Die Linke. Ja, vielen Dank. Meine Frage geht an Jane Golding. Sie vertreten den Zusammenschluss der britischen Bürger in der Europäischen Union und arbeiten sehr eng mit dem Zusammenschluss der EU-Bürger in Großbritannien zusammen. Und deswegen interessiert es uns auch besonders, wie Sie aus Ihrer Sicht auch das, was jetzt zum Teil hier andiskutiert worden ist, sehen. Es geht ja konkret um die Bürgerrechte, auf die man sich sehr schnell geeinigt hat in dem jetzigen Deal, die aber sozusagen bei einem No-Deal völlig zur Disposition stellen. Also was sind Ihre Kernbotschaften auch an uns aus Sicht der britischen Bürger in der EU? Vielen Dank und vielen Dank für die Einladung. Ich würde auch die Gelegenheit benutzen, Englisch zu sprechen, um kurzer und klarer zu sein. Das Erste, was ich gerne sagen möchte,
im Namen der ungefähr 5 Millionen Mitbürger, die vom Brexit betroffen sind. Das sind EU-Bürger in Großbritannien und britische Bürger in der EU, dass dies ein Schlüsselmoment ist für die EU. Die Bürger haben sich verlassen auf die Möglichkeit, sich frei zu bewegen innerhalb der EU, und sie haben sich darauf verlassen. Nun ist es wichtig, wie sie behandelt werden. Das wird eine Botschaft aussenden für jetzt und für die Zukunft, wie die EU die Rechte ihrer Bürger sieht. Mein zweiter wichtiger Punkt ist, dass viele Bürger denken, dass ihre Rechte bereits gesichert sind, aber dies ist nicht der Fall. Zunächst wurde uns gesagt, dass wir unser Leben weiterleben können wie bisher, und plötzlich hieß es mit dem Austrittsabkommen, dass man im Großen und Ganzen das Leben so weiterleben könnte wie bisher. Aber im Falle eines No-Deal wäre dann die Gefahr gegeben, dass man dann vielleicht ein Drittland wäre, und dann hätten wir natürlich nicht denselben Status, wie wir ihn jetzt haben, und nicht das Leben wie bisher. Das heißt, natürlich muss man hier die Geschichte respektieren. Es gab eine legitime Erwartung, dass die Menschen ihre Rechte entsprechend ihrer EU-Mitgliedschaft behalten können, und das für die Zeit ihres Lebens. Mein dritter Punkt ist folgender. Es scheint auf britischer Ebene, aber auch auf der Ebene der EU-27 ein geringes Verständnis dafür zu geben, wie komplex die Themen sich gestalten in Bezug auf die betroffenen Bürger. Und in meiner schriftlichen Stellungnahme habe ich hoffentlich das ein bisschen deutlicher gemacht. Ich habe 12 Seiten darüber geschrieben, welche Probleme sich stellen können im Falle eines Austritts mit Abkommen oder ohne. Was nun das Austrittsabkommen betrifft, möchte ich sagen, dass man nicht denken sollte, dass das ideal ist, aber es ist sicherlich besser als ein No-Deal. Wir werden einige Rechte verlieren, das heißt, die britischen Bürger in der EU werden ihr Recht auf Freizügigkeit verlieren. Sie werden auch andere sekundäre Rechte verlieren, wie zum Beispiel die Anerkennung von beruflichen Qualifikationen in EU-Staaten, ebenso wie Familienzusammenführungsrechte. Die werden auch entsprechend den britischen Bürgern verloren gehen in der EU und umgekehrt. Aber der Vorteil des Austrittsabkommens ist, dass es ein internationales Abkommen ist auf internationaler Ebene, und es ist gewährleistet, dass es Mechanismen gibt für die Umsetzung dieses Abkommens und auch für die Durchsetzung des Abkommens auf internationaler Ebene. Und gleichzeitig werden dort alle Themen angesprochen, die gegenseitig angegangen werden müssen. Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel das Gebiet der Sozialversicherung. Das betrifft die britischen Bürger hier in Deutschland ebenso wie die Deutschen, die in Großbritannien leben. Ganz herzlichen Dank. Dann hat das Wort Kollegin Dr. Brandner für Bündnis 90 Die Grünen. Ja, herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe eine Frage an Herrn Repasi mit Blick auf das Level Playing Field, was ja sowohl im Backstop verankert und ausdefiniert ist, als auch in der politischen Erklärung beschrieben ist. Und mit Blick auf diese inhaltlichen Defizite, Frau Wigsworth hat davon ja auch schon gesprochen, als auch die Durchsetzungsdefizite, wo sehen Sie Chancen, diese Defizite in einem Abkommen über die zukünftigen Beziehungen zu verhindern? Oder was kann man auch tun, wenn es beim Backstop bleiben sollte? Also wir sind ja im Szenario, das Abkommen kommt. Deswegen die Fragen, was machen wir dann mit Blick auf diese Defizite? Ja, meine Damen und Herren, herzlichen Dank für die Einladung, heute hier da sein zu dürfen. Und vielen Dank für die Frage. Ich denke tatsächlich, dass die Fragen rund um das Level Playing Field wahrscheinlich die spannendsten sind, die sich um das Austrittsabkommen drehen. Wir haben ja 3 Schritte jetzt vor uns. Heutiger Stand, das Binnenmarktrecht, wie wir es kennen, ist auf Großbritannien wie auf EU und Deutschland anwendbar. Nächster Schritt, das Austrittsabkommen kommt mit einer Übergangsphase, entweder bis Ende 2020 oder Ende 2022. Für den Binnenmarkt ändert sich da nichts. Die Ausnahmen greifen hier nicht. Es bleibt sozusagen beim alten Stand. Und dann kommt der Backstop. Und der Backstop, wenn es zur Ratifikation kommt, wird mit hoher Wahrscheinlichkeit greifen. Wir wissen es bei Verhandlungen von Freihandelsabkommen, Stichwort Kanada, das ist auch in 4 Jahren nicht getan. Die Ratifikation ist dann auch nicht erledigt, und EU-only ist das sehr wahrscheinlich auch nicht. Vor dem Hintergrund wird der Backstop greifen, und ich verweise in den Details auf meine Stellungnahme. Dort habe ich eine Tabelle erstellt, die deutlich macht, wie sich die Rechtslage ändert.
Und da sehen wir, dass zum einen der Backstop dazu führt, dass die Einheit des Binnenmarktes aufgebrochen wird. Es wird dabei die Warenverkehrsfreiheit für Großbritannien und Nordirland geöffnet, in jedem Fall, was die Zollunion betrifft, für Nordirland auch, für die Fragen von nicht-tarifären Handelshemmnissen. Die anderen Freiheiten werden nicht erstreckt. Um dann zu verhindern, dass es zu einem unfairen Wettbewerb kommt, hat man gesagt, das Level Playing Field soll kommen. Britische Unternehmen sollen sich an den Acquis halten, wie er derzeit steht. Im Bereich Arbeits- und Sozialschutz, im Bereich Umweltschutz, in Teilbereichen der Besteuerung. Verbraucherschutz ist überhaupt nicht erwähnt, wird damit sozusagen nicht weiter geschützt. Hier haben wir eine allgemeine Zielbeschreibung, was soll erreicht werden. Konkrete Rechtsakte werden hier nicht aufgelistet. Und kann man sagen, das hat seine Vorteile, weil dann spart man sich hunderte von Seiten mit Anhängen, in denen Rechtsakte genannt werden, wenn man inhaltlich auf dasselbe Ziel hinaus möchte. Aber es gibt dann Unklarheit, wie das inhaltlich aussieht. Frau Wixford hat darauf hingewiesen im Bereich Arbeits- und Sozialschutz. Das Hauptproblem liegt aber einen Schritt weiter. Sollte entgegen dieser Verpflichtung Großbritannien doch sich einen Wettbewerbsvorteil durch geringere Standards verschaffen wollen, haben wir ein Durchsetzungsdefizit. Das Level Playing Field ist ausgenommen aus dem Schiedsverfahren. Auch eine Vorlage an den EuGH ist hier nicht vorhanden. Es können sozusagen auch hier keine Vergeltungsmaßnahmen im klassischen Sinne ergriffen werden. Insoweit steht man mit leeren Händen da, wenn Großbritannien anders handelt. Das ist so vom Backstop gewollt. Und dementsprechend kann man auch jetzt relativ wenig dagegen machen. Man kann sich überlegen, was ist vielleicht im kleinen Karo von nicht-tarifären Handelsmaßnahmen gegenüber Großbritannien möglich. Das große Karo bleibt aber dann das Freihandelsabkommen. Hier muss die Konzentration darauf gehen, das Level Playing Field insbesondere mit einem funktionierenden Durchsetzungsmechanismus zu versehen, der dann an diesen Punkten hineingehandelt werden soll. Auf dem jetzigen Stand sehe ich geringe Chancen, das zu erreichen. Das kann nur über ein künftiges Freihandelsabkommen kommen. Und hier gibt es ein klares Verhandlungsinteresse auch seitens der Europäischen Union, dass es dazu kommt, dass wir ein Freihandelsabkommen bekommen. Vielen Dank. Vielen Dank. Dann hat als nächstes das Wort Professor Hirte für die CDU-CSU-Fraktion. Ja, Herr Vorsitzender, vielen Dank. Meine Fragen richten sich an den Kollegen Schmidt-Kessel, der ja schon angedeutet hat, viele Bürger und Unternehmen bei uns in Deutschland haben mit Blick auf die Europäische Union im Vereinigten Königreich investiert und haben oder sind Handelsbeziehungen eingegangen. Gibt es da einen auch aus nationaler Verfassungssicht Anspruch auf Vertrauensschutz? Und wie müssen wir auf diesen Vertrauensschutz antworten? Was müssten wir als nationaler Gesetzgeber gegebenenfalls da noch weiter tun? Und die zweite Frage, letztlich ein Spezialfall. Sehen Sie, welche sind die Auswirkungen auf englische Gesellschaften hier mit Sitz in Deutschland? Und die gleiche Frage würde sich auf andere europäische Länder natürlich auch beziehen, durch den Austritt des Vereinigten Königreichs. Und insbesondere sind die gesetzlichen Maßnahmen, die wir dazu im Dezember eingeleitet haben, ausreichend. Was sind die Folgen? Ja, vielen Dank für die beiden Fragen. Ich fange hinten an mit den Gesellschaften, weil die ein schönes Beispiel dafür sind. Wir haben zwei verschiedene Fälle. Wir haben einerseits ausländische Gesellschaften, die inländische Zulassungen bekommen. Das haben wir im Moment vor allen Dingen bei den LLPs, also den Rechtsanwaltsgesellschaften britischen Rechts. Das ist zulassungsbegründend bislang. Das wird mit dem Brexit möglicherweise vorbei sein, wobei sich dieses Problem ganz scharf bei einer Übergangsperiode erst an deren Ende stellt. Für die Gesellschaften, die im Inland englischem Recht unterliegen, haben wir ja schon eine Umwandlungswelle, eine Großkanzlei Nörr, das sind nicht nur kleine Klitschen, um die es da geht, wandelt gerade um. Die suchen alle ihre Originalzulassungsurkunden, die brauchen die nämlich für die entsprechende Umwandlung in eine Partnerschaftsgesellschaft. Der Aufwand ist sehr groß. Diese Gesellschaften haben alle darauf vertraut, dass man im Binnenmarkt entsprechend sich auf die Grundfreiheiten verlassen kann. Sie haben das in diesem Fall sogar außer dem anwendbaren Recht getan, unabhängig davon, ob sie überhaupt Geschäft im Vereinigten Königreich haben. Andere Mitgliedstaaten haben dasselbe Problem nicht, weil die international privatrechtlich eine andere Grundstruktur haben. Die anerkennen ohnehin nach ausländischem Recht gegründete Gesellschaften an. Ich glaube, dass man hier sehr viel mehr tun muss, als nur die Hand ausstrecken und eine erleichterte Möglichkeit der Umwandlung zu geben. Ich würde mit Nachdruck, und ich habe das auch mal im Anhang zu meinem Gutachten formuliert, für eine Sonder
Regel für Altgesellschaften plädieren. Generell glaube ich, dass wir dass der nationale Gesetzgeber sich massiv für Vertrauensschutz einsetzen muss. Das betrifft in ganz besonderem Maße laufende Verträge, wo wir gegebenenfalls Risiken der Undurchführbarkeit und noch schlimmer der Nichtigkeit von Verträgen haben. Dort, wo etwa durch den Wegfall der Grundfreiheiten plötzlich Genehmigungserfordernisse eingreifen und ohne Genehmigungen Nichtigkeiten gegeben sind. Ein Beispiel, also ich war in ernster Gefahr, meine Kreditkarten zu verlieren. Barclays Bank, also es soll keine Werbung sein, aber die haben auch sehr lange gebraucht, darüber zu informieren. Also es gibt da auch in den Abwicklungen enorme Verbraucherschutzfragen, die man auch adressieren muss. Die verlegen ihr Geschäft jetzt nach Irland, was sie aber eben auch erst vor 2 Wochen den Kunden mitgeteilt haben, was durchaus eine Merkwürdigkeit ist. Private Rentenversicherungen mit Basis England sind ein ähnliches Problem. Wir bekommen hier unter Umständen durch Genehmigungserfordernisse Nichtigkeiten. Diese Nichtigkeiten würden dazu führen, dass wir nicht mal über Vertragsanpassungen verhandeln können. Mindestens diese Nichtigkeiten sollte der nationale Gesetzgeber teilweise klarstellend, aber teilweise auch konstitutiv beseitigen. Vielen Dank. Wir haben damit die erste Runde abgeschlossen, kommen zur zweiten Runde. Und als erstes gebe ich das Wort an Frau Kollegin Grodenkranich für die CDU-CSU-Fraktion. Ja, vielen Dank. Ich richte meine Fragen an Herrn Dr. Dreyer, quasi anschließend an die Fragen von Herrn Professor Hirte an den Juristen. Jetzt die Frage an die Unternehmer. Wie sind Sie in der jetzigen Situation aufgestellt? Wenn ich es höre, ist die Pharmaindustrie deutlich besser aufgestellt, weil es ein ganz schwerer Verlust sein wird, wenn Großbritannien nicht mehr dem Freihandel so wie bisher angehören wird. Es wird einem erst bewusst, wie viel überhaupt in beide Richtungen gerade auf diesem Sektor läuft. Und deswegen meine Frage, was bedeutet auch ein geregelter Brexit für die Unternehmen? Was bedeutet es, wenn wir sehen, wie viele Unternehmensgründungen bereits erfolgt sind, um auch auf EU-Europa-Ebene weiter tätig zu sein? Wir erleben es auf der politischen Ebene, wie viele Menschen plötzlich die deutsche Staatsbürgerschaft anstreben, um eben entsprechend auch die Freizügigkeit weiter genießen zu können. Was bedeutet das auch für die jungen Menschen, die sich heute in Ausbildung, in Studien in Großbritannien oder in Europa befinden? Hier ist sehr, sehr viel offen. Meine Fragen an Sie. Ja, vielen Dank für die Frage. Es war ja der zweite Themenblock, weil Sie jetzt nach dem geregelten Austritt fragen, aber ich schließe den ungeregelten, glaube ich, weil es der zweite Themenblock jetzt ist, vielleicht mit ein, Herr Kriechbaum? Kein Missverständnis, bitte. Es ist die zweite Runde innerhalb des ersten Blocks. Okay, Entschuldigung. Also wir sind nach wie vor im ersten Block. Alles klar. Kein Problem. Ja. Also ich fange mit der generellen Betroffenheit der Wirtschaft an. Wir haben konservativ gerechnet 70.000 Unternehmen in Deutschland, die Handelsbeziehungen mit dem Vereinigten Königreich haben. Wir haben mit dem Vereinigten Königreich das Land, in dem die deutsche Wirtschaft weltweit am zweitstärksten investiert hat. Wenn man heute eine Bewertung der Kapitalstöcke vornimmt, beschäftigen deutsche Unternehmen mit direkten Direktinvestitionen auf der Insel oder auf den Inseln 400.000 Menschen. Umgekehrt sind das 240.000 Menschen, die durch britische Direktinvestitionen betroffen sind. Die Betroffenheit der Wirtschaft ist auch in einem geordneten Brexit schon deutlich, weil es einfach perspektivisch unattraktiver wird, im Vereinigten Königreich aus Sicht der deutschen Wirtschaft zu investieren. Das wissen wir aus verschiedenen Unternehmensbefragungen. Auch wenn wir, und das wäre jetzt der gute Fall des geordneten Brexits, im Austrittsabkommen grosso modo
die Bedingungen erhalten können, die wir jetzt haben, die die Unternehmen kennen, wissen sie dann doch nicht. Kommt es überhaupt dazu? Was ist nach der Übergangsperiode? Gibt es eine Verlängerung? Und wie schaut dann ein Freihandelsabkommen aus, das wir anstreben sollten? Über den Währungsabwertung des britischen Pfunds gibt es heute schon, noch ohne Frage geordnet, nicht geordnet, einen Rückgang des Handelsvolumens. Großbritannien ist vom dritten wichtigsten Absatzmarkt jetzt auf den vierten und ist vom dritten Platz der Handelspartner auf den fünften abgerutscht innerhalb von 2,5 Jahren. Das zeigt das, und die Unsicherheiten schließen sich an bei der Frage der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die deutsche Unternehmen dort beschäftigen und hier beschäftigen. Austrittsabkommen allemal besser als ungeordnet, aber zum Ungeordneten kommen wir ja gleich noch. Vielen Dank. Dann hat Kollege Tönnies für die SPD-Fraktion das Wort. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich hätte noch eine Frage an Professor Mayer. Sie hatten das ja eben schon in einem Halbsatz angedeutet, dass Sie eine Auffassung haben zum europäischen Haftbefehl. Und die Frage ist ja, im Artikel 16 Grundgesetz ist das ja geregelt. Die Frage ist, ob nicht eigentlich, weil wir ja in diesem Übergangsgesetz stehen haben, dass die Briten wie Europäer behandelt werden, die Mitglieder der Europäischen Union, wenn das Abkommen zustande kommt, inwieweit dann nicht auch der europäische Haftbefehl eigentlich weiter gelten müsste. Ja, vielen Dank für die Frage. Es ist in der Tat ein ganz interessanter Zusammenhang, wenn es um den europäischen Haftbefehl geht. Das Gesetz ist ja so konstruiert, dass man im Prinzip, wo immer im Bundesrecht, heißt es da auch, das Wort EU-Mitgliedstaat auftaucht, man Großbritannien mit hineinlesen soll. Nun taucht auch in der Verfassung an zwei durchaus prominenten Stellen EU-Mitgliedstaaten auf. Und das ist einmal in der Tat, wie Sie richtig gesagt haben, in Artikel 16 Absatz 2, wenn es um den europäischen Haftbefehl geht, aber auch in Artikel 16a Absatz 2, wo es um das Asylrecht geht und die Frage, was ist eigentlich ein sicherer Herkunftsstaat. Die Gesetzesbegründung meint nun hier, dass diese Idee, dass man in EU-Mitgliedstaat immer auch Großbritannien hineinliest, sich nicht auf die Verfassungsebene erstrecken soll. Argument, das Gesetz sei ja hierarchisch unter der Verfassung angesiedelt. Und daraus wird dann der Schluss gezogen, dass man eben die Überstellung von Deutschen aufgrund, darum geht es ja, ja, dass wir Deutsche an Großbritannien überstellen oder ausliefern, dass das dann nicht mehr möglich sein soll, weswegen wir die in Artikel 185 des Austrittsabkommens vorgesehene Möglichkeit nutzen sollen, mitzuteilen, dass wir, ich übersetze das mal ins Untechnische, aus wichtigen Gründen hier nicht mehr mitmachen, was dann aber den Briten die Möglichkeit gibt, ihrerseits zu sagen, dann machen wir das auch nicht mehr. Ja, also wir kriegen keine britischen Staatsangehörigen mehr aufgrund des europäischen Haftbefehls aus Großbritannien und dann eben im Gegenzug genau das Gleiche, was Großbritannien angeht. Ich halte das in der Gesetzesbegründung für unzutreffend, weil man erstens ja überlegen könnte, ob nicht schon dieses Austrittsabkommen, ich habe es ja vorhin skizziert, das sagt, da wo die Mitgliedstaaten im Europarecht unterwegs sind, sollen die auch EU-Mitgliedstaaten so handhaben, als sei Großbritannien dabei, sich auf den Artikel 16 erstreckt. Der Artikel 16 hat ja Umsetzungscharakter, was den Rahmenbeschluss zum europäischen Haftbefehl angeht. Das heißt, schon aus diesem Grunde müsste man das eigentlich da reinlesen. Und das andere ist, dass ich mich durchaus frage, ob das stimmt mit der Hierarchie. Ja, also wenn da steht ja im Brexit-Überleitungsgesetz nicht durch das Bundesgesetz oder Bundesgesetz und niedrige Ebene muss so gehandhabt werden, sondern Bundesrecht. Und die Verfassung gehört nun mal auch zum Bundesrecht. Und man muss sich ja klar machen, dass der Gesamtzusammenhang eben doch der Artikel 50 ist. Das Abkommen fließt aus Artikel 50. Es hat diese Rangstufe. Alles, was daran hängt, ist sozusagen schon irgendwann mal von diesem Parlament, von der nationalen Verfassungsebene her, abgesegnet worden. Und deswegen ist dieses ganze Verfassungsargument, das in der Gesetzesbegründung aufscheint, wie ich finde, hochproblematisch. Man müsste trotzdem noch mal nachdenken, ob man die Überstellung von deutschen Staatsangehörigen in das Vereinigte Königreich nach dem Austritt wirklich noch will. Also ich spreche mich nicht gegen die Erklärung nach 185 ich finde nur die Begründung nicht plausibel. Man sollte möglicherweise wirklich die diese 185er-Möglichkeit ziehen, weil Großbritannien ja ab dem
Austritt, also auch schon während der Überleitungsphase, immer weniger an die europäischen Grundrechtsstandards gebunden sein wird. Die Grundrechtecharta wird nicht mehr gelten, die Grundrechte als allgemeine Rechtsgrundsätze werden nicht mehr gelten. Es ist daran zu erinnern, dass die sich aus der EMRK verabschieden wollen, jedenfalls Teile der politischen Kräfte. Von daher wird man möglicherweise in Großbritannien nicht mehr davon ausgehen können, dass eine Wahrung rechtsstaatlicher Grundsätze, die die Verfassung vorschreibt, für den Haftbefehl den europäischen gesichert ist. Dementsprechend 185 Ja, aber nicht mit dieser Begründung. Vielen Dank, Professor Mayer. Dann Frau Miazka für die AfD-Fraktion, bitte. Vielen Dank für das Wort. Ich bleibe noch mal mit meinen beiden Fragen bei Herrn Hau. Wie würden Sie nach einem Brexit die Beziehung zwischen der EU und der UK ausgestaltet sehen? Also was wäre da Ihre Meinung? Und auch wenn das jetzt ein zweiter Themenkomplex in der zweiten Runde ist, muss ich die Frage mit anschließen, wie würden Sie vor allen Dingen die Beziehung gestalten, wenn wir kein Austrittsabkommen morgen bekommen? Vielen Dank. Thank you. Vielen Dank. Darauf kann ich wie folgt antworten. Ich glaube, dass die Beziehungen zwischen Großbritannien und der EU nach einem Brexit auf gegenseitigen Respekt gründen sollten, auf einer Autonomie der Rechtssysteme. Es gibt ein besonderes Problem, das wir bisher sehen bei der Haltung der britischen Regierung bei den Verhandlungen, ist, dass Großbritannien sozusagen mit einem Fuß in der EU bleiben soll, bei dem Zollsystem zum Beispiel. Da würde es heißen, dass die Zollbeamten irgendwie das europäische Recht umsetzen sollen in Großbritannien. Und da gibt es immer ein Problem, wenn man mit einem Fuß in einer Organisation noch drin ist, weil die Rechtsautonomie in beiden Ländern tangiert wird dadurch. Das sollten wir also nicht tun, meiner Meinung nach. Wir brauchen Beziehungen auf der Grundlage des Freihandels. Wir sollten ein richtiges Freihandelsabkommen abschließen. Und als Nicht-EU-Mitgliedstaat sollten wir nicht die Erwartung haben, teilzunehmen an europäischen Strukturen wie einer Zollunion, wie den Binnenmarkt. Wir sollten auch nicht fordern, dass bestimmte Regelungen geändert werden in unserem Interesse. Gleichzeitig glaube ich aber auch, dass die EU nicht erwarten kann, dass ein unabhängiges Land sich an EU-Gesetzgebung hält oder sich an Urteile des EuGHs hält, weil in Zukunft auch keine britischen Richter beim Gericht vertreten sein werden. In Antwort auf die Frage, wie die Beziehungen aussehen könnten, wenn es kein Austrittsabkommen gibt, ohne Austrittsabkommen, insbesondere wenn es keine Übergangsphase gibt, dann glaube ich nicht. Ich glaube, dass man trotzdem ein Abkommen abschließen könnte zu den zukünftigen Beziehungen. Das wäre trotzdem meiner Meinung nach möglich. Und insbesondere könnte man ein Freihandelsabkommen abschließen. Und aber in der Übergangsphase würde es darauf ankommen, die Beziehungen zwischen der EU und Großbritannien auf Augenhöhe zu belassen, dass man eine Kontinuität der Verträge hat, dass die Bürgerrechte auch weiterhin gelten für diejenigen, die ansässig sind in Großbritannien oder auf dem europäischen Festland. Großbritannien hat sich schon dazu verpflichtet und auch einige EU-Länder haben sich dazu verpflichtet, notfalls einseitig dies zu tun. Oder wir verlassen uns auf die WTO-Regeln, was die technischen Handelshemmnisse angeht, damit der Handel möglichst reibungslos ablaufen kann. Was Zollsätze angeht, sowohl die EU wie auch Großbritannien müssten Zollsätze erheben. Das könnte man aber nach dem Artikel 24 des GATT-Abkommens dann durchaus regeln mit einem separaten Abkommen. Als nächstes an Amthor, Entschuldigung, für die CDU-CSU-Fraktion. Ja, vielen Dank. Ich würde gerne noch zwei Fragen an Herrn Kalis richten. Zunächst zu der Frage, wenn es jetzt klappt mit der Transition Period, gibt es ja immer wieder zumindest im politischen Raum
die Frage, wie lange deren zeitliche Geltung höchstens sein kann. Wir haben jetzt hier zwar eine Fristvereinbarung im Austrittsabkommen, aber der relativ offene Wortlaut von Artikel 50 Absatz 3 EUV lässt ja zumindest immer wieder bei manchen die Hoffnung aufschimmern. Diese politische Diskussion gibt es ja immer wieder, zu sagen, naja, dann verhandelt man nochmal nach und man kommt in eine, ja, scheinbar unendlich lange Transition Period. Dazu würde mich nochmal eine dogmatische Einschätzung interessieren und insbesondere die Fragestellung, ich würde zumindest annehmen, wenn es darüber Streit gibt, wäre das vor dem EuGH dann wahrscheinlich justiziabel oder sogar von nationalen Verfassungsgerichten, indem man sagt, irgendwann ist es von Artikel 50 Absatz 3 nicht mehr gedeckt und dann ultra vires. Also da sozusagen die zeitliche Höchstgrenze und wie der Rechtsschutz wäre. Und zum anderen vielleicht, Herr Kalis, von Ihnen auch nochmal eine Einschätzung zu den Fragen, die wir aufgeworfen haben. Deklaratorische Wirkung eigentlich des Brexit-Übergangsgesetzes. Herr Schmidt-Kessel hat darauf verwiesen, dass es innerhalb der Rechtswissenschaft diesen Streit gibt, ob es einen Rückfall in den EWR gibt. Ich stimme Ihnen zu, Herr Schmidt-Kessel, ich halte das für fernliegend. Die Frage ist trotzdem nochmal aus Ihrer Sicht, Herr Kalis, ist es empfehlenswert, das jetzt einfach nochmal klarstellend aufzunehmen? Das wäre vielleicht so der zweite Punkt. Also zum einen absolute zeitliche Höchstgrenze, Artikel 50 Absatz 3, Rechtsschutz, und zum anderen Klarstellungen, die noch notwendig sind im Brexit-Übergangsgesetz. Danke. Ja, vielen Dank, Herr Amthor. Ich zur ersten Frage würde ich sagen, im Prinzip ist ja die Übergangsphase etwas, was im Artikel 50 nicht vorkommt. Das ist durch Auslegung zu ermitteln und da spielt eine entscheidende Rolle diese Formulierung im Artikel 50, dass man eben sagt, dass der Austrittsvertrag sozusagen gekoppelt ist mit den künftigen Beziehungen, wobei der Rahmen für die künftigen Beziehungen dieses Staates zur Union berücksichtigt wird. Und das versucht man, um einen Bruch zu verhindern, eben mit dieser Übergangsphase sozusagen ja, zu regeln und zu ermöglichen. Dieses bruchlose, diesen fließenden Übergang, die Kopplung zwischen Austrittsvertrag einerseits und eben dem Vertrag über die künftigen Beziehungen, wie auch immer der dann gestaltet ist. Deswegen ist natürlich vom Sinn und Zweck her des Artikel 50 diese Übergangsphase aus, sagen wir mal, tendenziell zeitlich befristet. Denn Artikel 50, und das macht, glaube ich, diese Zwei-Jahres-Frist auch sehr deutlich, hat das Ziel, Rechtsklarheit zu schaffen. Deswegen kann die Übergangsphase nicht unendlich gedehnt werden. Allerdings ist natürlich die Frage jetzt zum Rechtsschutz, das kann vom EuGH kontrolliert werden, das ist richtig, aber die Frage ist, ob sich hier ein Kläger findet. Denn möglicherweise, es ist ja politisch weise, die Übergangsphase lange zu strecken. Und irgendwann erledigt sich vielleicht der Brexit auf diese Weise von alleine. Das ist ja eine Hoffnung, die viele von Anfang an hatten und die natürlich in der Übergangsphase möglicherweise dann wieder auflebt. Ich glaube, diesen Punkt sollte man so sehen. Der EuGH, glaube ich, und das zeigt die Entscheidung, da stimme ich der Einschätzung von Franz Mayer auch zu, schon diese Ermöglichung des einseitigen Austritts, das ist auch nicht meine Meinung. Ich meine, die besseren Argumente sprachen dafür, also der Wortlaut ist offen, aber Systematik und auch Sinn und Zweck, dass eine einseitige Austrittserklärung nicht möglich ist. Aber der EuGH hat hier sehr politisch entschieden, hat das Problem mit der Willkürformel letztlich dann aufgefangen, dieses Ping-Pongs hin und zurück des Austritts. Insofern glaube ich tatsächlich, dass der EuGH hier auch bei der Übergangsphase sehr politisch agieren wird. Ein Satz noch zu der deklaratorischen Wirkung. Ich sehe hier keinen Klarstellungsbedarf. Also jetzt mit Blick auf EWR, Entschuldigung. Vielen Dank. Dann hat Kollegin Stark-Watzinger für die FDP-Fraktion das Wort. Dankeschön, Herr Vorsitzender. So, jetzt haben wir es. Ich habe eine Frage zu einem Sachverhalt im Hinblick auf zwei Ausprägungen an Herrn Professor Dr. Pernies. Und zwar geht es da ein Stück weit um die Gestaltung des Übergangs mit Blick auf die Finanzmärkte. Das eine ist, im Augenblick haben wir ja das EU-Passporting-System. Und vorgeschlagen ist in der Übergangszeit, ähnlich wie wir es eben mit Blick auf den Handel ja auch diskutiert haben, das Äquivalenzprinzip umzusetzen. Da hätte ich auch die Frage, was passiert oder wie schätzen Sie die Durchgriffsmöglichkeiten, die derzeit gegeben sind, ein, die die EU hat, wenn sich eben die beiden
Rechtssysteme sehr weit oder die Regulierung und die Gesetzgebung im Bereich der Finanzmärkte sehr weit auseinanderentwickelt. Und konkret auch nochmal dann im zweiten Fall für das Euro-Clearing, da haben wir ja mit EMIR sehr viel Transparenz geschaffen, um Stabilität in den Finanzmärkten zu bekommen, dadurch, dass CCPs gegründet oder begründet wurden, die natürlich auch risikoreich sind. Wie sehen Sie da im Augenblick auch die Entscheidung auf europäischer Ebene mit Hinblick des Euro-Clearings, es erstmal auch in London belassen zu können und die Möglichkeiten dann für ESMA und andere Institutionen dort eingreifen zu können? Vielen Dank für diese Frage. Ich muss vorausschicken, dass ich in diese Einzelheiten bezüglich der Finanzmärkte nicht unbedingt tief eingearbeitet bin. So kann meine Antwort sich nur kurz auf Vermutungen oder Annahmen stützen. Ich denke, wenn man zu dem Äquivalenzprinzip übergeht, dann ist das immer mit Unsicherheiten verbunden. Und diese Unsicherheiten sind erheblich größer als das bisherige System. Von daher würde ich sagen, für alle beteiligten Unternehmen ist mit dieser Veränderung ein großes Risiko verbunden. Das ist ähnlich auch im Datenschutz, wenn man jetzt übergeht von der Bindung an die Datenschutzgrundverordnung und die Regelung der EU hin zu einem System, was nachher auf der Entscheidung, der Äquivalenzentscheidung der Kommission beruht. Das sind Unsicherheiten, die wir eigentlich nicht wollen. Ja? In Bezug auf Euroclearing muss ich einfach gestehen, bin ich überfragt. Vielleicht können Sie die Frage an jemand anders stellen, der hier darüber Bescheid weiß. Dann ist die Sache vielleicht gerettet. Ja, mir ging es in erster Linie, ich habe es jetzt natürlich spezifisch auf diese Fälle heruntergebrochen, aber wir hatten ja eben schon mal das Thema Durchgriffsrechte. Ich glaube, Dr. Repasi hatte dazu was gesagt und ich denke, das ist ja hier auch ähnlich gelagert und Sie haben es eben ja auch gesagt, gerade mit Blick auf Rechtssicherheit auch für Verbraucher, es wurden ja auch schon Altersvorsorgeprodukte und Ähnliches angesprochen. Also gerade im Bereich Finanzen muss ja auch eine gewisse Stabilität, also mir ging es um die generelle Einstufung der Durchgriffsrechte. Ja. Vielleicht Sie oder vielleicht dann auch Herr Dr. Repasi noch in Ergänzung. Ja, ich kann gerne ergänzen. Es ist jetzt angekündigt worden, dass die Europäische Kommission eine Äquivalenzentscheidung prüft bis zum Ende der Übergangsperiode. Und selbst im Fall eines No-Deals, jedenfalls für CCPs, eine solche Äquivalenzentscheidung erlassen möchte, um die Transfers zu sichern. Teil des Ganzen ist, dass die ESMA Durchgriffsrechte bekommen soll. Wie Sie das rechtlich konstruieren wollen, ist noch interessant zu sehen, aber Sie gehen deutlich weiter als das, was wir im Austrittsabkommen bislang drin haben. Vielen Dank. Dann hat als nächstes das Wort Kollege Hagverdi für die SPD-Fraktion. Ja, meine Frage geht nochmal an Frau Wixford. Eben hat ja Frau Golding ausgeführt, dass es also ein Schlüsselmoment ist, auch für die Menschen, in Vertrauen auf die Wirksamkeit der Institutionen der Regeln der Europäischen Union ihre persönlichen Entscheidungen getroffen hat. Meine Frage geht in die Richtung, was ist Ihr, nicht nur Ihr persönlicher, aber Ihr professioneller Eindruck, insbesondere was den Arbeitsmarkt angeht, von den Menschen, die in Deutschland sich niedergelassen haben und Arbeit gefunden haben, sind wir da mit dem Gesetz, so wie wir es jetzt haben, mit den Regelungen, die wir für die Übergangszeit geschaffen haben oder die wir schaffen würden, wenn es dazu käme, ist damit das dem Vertrauen Rechnung getragen worden? Ja? Ist da genug gemacht worden oder ist der deutsche Gesetzgeber vielleicht auch in dem Fall, dass es so kommt, dass das Austrittsabkommen so wirksam wird? Oder müssen wir da noch nacharbeiten? Wie ist da so insbesondere aus Arbeitnehmersicht die Lage? Ja, danke für die sehr wichtige Frage. Ich möchte da anschließen an Frau Golding. Es reicht natürlich nicht aus, der Gesetzentwurf, der heute zur Diskussion vorliegt. Es geht viel weiter. Die Frage, die Anerkennung erworbener Rechte, eine äußerst komplexe Frage, die bereits im EU-Recht sehr komplex ist. Denn wir haben schon im EU-Recht nur eine Koordinierungsrichtlinie.
Grundsätzlich bleibt die Materie soziale Sicherheit ja in der Kompetenz der Mitgliedstaaten. Und hier wird es Aufgabe auch des deutschen Gesetzgebers sein, das sicherzustellen, dass von Krankenversicherung bis Rentenversicherung die Portabilität der Rechte, Arbeitslosenversicherung, gewährleistet wird. Der zweite große Komplex, er wurde schon erwähnt, ist die Berufsqualifikation, die Anerkennung von Berufsqualifikationen, die beispielsweise in Großbritannien eben erworben wurden. Hier ist das Wesentliche, dass ein Äquivalenzvergleich aus unserer Sicht durchgeführt werden sollte, sodass die deutschen Standards nicht unterlaufen werden. Also es soll nur bei Gleichwertigkeit eine Anerkennung erfolgen. Das muss aber auch geregelt sein, um Rechtssicherheit für die Bürgerinnen zu schaffen, die grenzüberschreitend tätig werden. Schließlich ist auch, glaube ich, noch nicht erwähnt worden, wichtig die Programme, die laufen, die EU-Programme, zum Beispiel zur Förderung der Ausbildung. Hier gab es auch schon einen Gesetzesentwurf, der ist aus unserer Sicht ganz wichtig, dass eben diese Qualifikationsprogramme, die mit Förderungen verbunden sind, auch weiterhin für vor allem für Jugendliche in Berufsausbildung offen bleiben. Also ich teile da die Einschätzung von Frau Golding. Wir müssen da sehr weitgehende Absicherung schaffen, auch auf nationaler Ebene in Deutschland, um zu verhindern, dass hier Rechtsunsicherheit entsteht. Und was aus unserer Sicht auch ganz wichtig ist, ist eine Informationsplattform, wo auch Bürgerinnen sich hinwenden können, um über diese schwierigen Rechtskomplexe sich informieren zu können. Denn es geht ja hier wirklich um Fragen des täglichen Lebens, um die Frage des Auskommens mit erworbenen Ansprüchen und auch des Vermeidung des Verlusts von erworbenen Ansprüchen. Vielen Dank. Dankeschön. Dann hat als nächstes das Wort Kollege Dr. Dehm für die Fraktion Die Linke. Danke, Herr Vorsitzender. Frau Golding, ich möchte Ihnen nochmal Gelegenheit geben, den Vorteil aus Ihrer Sicht eines Deals zu begründen. Zweitens, inwieweit es Sinn macht, die Sicherung, möglicherweise separatisierte Sicherung der bereits ausgehandelten Rechte der Bürger zu betreiben. Und drittens, die Linke hat von Anfang an vertreten, dass es notwendig sein könnte, die Verhandlungszeit und Frist zu verlängern. Also unser Sprecher André Hunko hat das mehrfach auch mit Stirnrunzeln anderer Fraktionen hier vertreten. Nun höre ich heute Morgen, dass die Linke insofern wirkt, dass auch Elmar Brok diese Position übernommen hat. Wie wirkt das auf die Öffentlichkeit in Großbritannien, auf die Bürgerinnen und Bürger nach Ihrer Sicht? Und ist das sinnvoll, die Frist, wenn es morgen nicht eine allzu krachende Niederlage gibt, zu verlängern? Vielen Dank. First of all, I'll talk about zunächst einmal werde ich darüber sprechen, warum das Austrittsabkommen besser wäre, warum ein Deal besser wäre für die Bürger als ein ungeordneter Austritt. Wir haben das von Anfang an gesagt, die Bürger, die sind ja keine Autoersatzteile, die sind auch keine Fluggesellschaftsslots, die sollten ausgenommen werden von solchen Abkommen und es sollten entsprechend Rechte gesichert werden, egal was mit dem Brexit passiert, für die EU-Bürger in Großbritannien und umgekehrt. Und das Ganze hätte auf Gegenseitigkeit erfolgen sollen und nicht unilateral oder entsprechend verschiedener unilateraler Vereinbarungen. Frau Wixford hat das ja bereits erläutert. Ich habe das bereits auch gesagt. Es gibt eine ganze Reihe von verschiedenen Bereichen, wo man nicht garantieren kann, dass die gegenwärtigen Bürgerrechte entsprechend unilateral gewährleistet sind. Und deshalb ist es wichtig, ein gegenseitiges Abkommen zu haben. Und ein solches Austrittsabkommen würde mehr Schutz bereitstellen. Soziale Sicherungssysteme spielen hierbei eine Rolle. Es gibt aber auch internationale Einigungs- und Überwachungs- und Durchsetzungsmechanismen, die dann entsprechend für dieses Abkommen gelten würden. Nun zu Ihrer Frage zum Thema einer Verlängerung der Frist nach Artikel 50 und wie das entsprechend wahrgenommen werden würde.
oder in Großbritannien. Da müssen wir bis morgen abwarten, um zu sehen, was bei der Abstimmung passiert. Ich glaube nicht, dass viele von uns denken, dass die Abstimmung erfolgreich sein wird und dann muss Theresa May in 3 Tagen mit einem Plan B aufwarten. Aber das sieht zunehmend weniger wahrscheinlich aus, dass das möglich sein kann, selbst wenn sie mit einem Plan B zurückkommt innerhalb von 3 Tagen. Ist das vielleicht immer noch nicht akzeptabel für das britische Unterhaus, damit dann alle Gesetze verabschiedet werden, sodass dann Großbritannien tatsächlich die EU verlassen kann bis zum Ende des Monats März? Und deshalb glaube ich, kommen wir immer stärker in diese Situation hinein. Das ist natürlich etwas, was man Großbritannien nicht aufoktroyieren kann. Das handelt sich lediglich darum, dass man offen sein muss für diese Möglichkeit. Wenn mehr Zeit benötigt wird und wenn es ernsthafte Gründe gibt, dafür mehr Zeit zu geben, dann sollte das auch getan werden. Das wäre meine Antwort. Und noch das Wort für Bündnis 90 Die Grünen. Ja, herzlichen Dank. Mit Blick auf die Frage, die Sie gerade angesprochen haben, Frau Golding, noch eine Frage an Herrn Repasi. Wenn Frau May nach Brüssel kommt am Mittwoch und sagt, ich habe den Deal nicht durchbekommen, was könnte man ihr denn noch anbieten? Wo sehen Sie denn noch Chancen, den Vertrag wieder aufzumachen und zu helfen? Und zu was würde das führen? Danke für die Frage. Bevor ich mich auf diese Frage stürze, will ich noch zumindest 20 Minuten meiner Zeit nehmen, um die Frage zu den CCPs zu ergänzen, weil die Zeit ausgelaufen war. Erstmal intendiert, die Äquivalenzentscheidungen so zu machen, dass sie ein MOU mit der Bank of England abschließt, in der die Aufsichtsmaßnahmen miteinander koordiniert werden, sodass erstmal gemeinsam mit Bank of England auch auf CCPs zugreifen kann. Aber die Bank of England muss drin sein, weil die dafür ja zuständig ist. Das zweite entscheidende Element der Äquivalenzentscheidung, wieso dieses wahrscheinlich besser ist, als was wir derzeit im Level Playing Field haben, ist, ESMA und die Europäische Kommission im Besonderen haben immer den Knüppel in der Hand zu sagen, jetzt ist Schluss mit der Äquivalenz und der Zugang ist beendet. Plus wir haben ja noch das laufende Gesetzgebungsverfahren, ob nicht Euroclearing in den Euroraum zurückgeführt werden muss. Das aber, um das Thema kurz abzurunden. Jetzt kommen wir mal zu der Frage, was kann man noch machen? Ehrlich gesagt, das ist ziemlich schwierig, was kann man da noch machen, wenn die Ziele dann tatsächlich alle eingehalten werden sollen. Wenn das Ziel der Europäischen Union ist, dem EuGH Folge zu leisten, was der im EWR-Gutachten gesagt hat und jüngst in Achmea-Urteil bestätigt worden ist über seine Auslegungskompetenz. Da kann man den EuGH nicht mehr weiter beschneiden, als es hier schon gemacht ist. Das ist das Maximum und man kann darüber schon streiten, ob das geht. Wir kennen das bislang nur aus dem Ukraine-Abkommen, dass man vergleichbare Konstellationen hat. Ich glaube nicht, dass man da noch was machen kann. Das andere geht dann um die Frage innerirische Grenze, wenn man schon am EuGH nichts machen kann. Naja, und solange das politische Ziel ist, dass man keine physischen Kontrollen haben möchte, es gibt zwar so ein paar Ideen, dass man technisch nach der Grenze was machen kann, aber kein Ingenieur konnte mir bislang bestätigen, dass die tatsächlich funktionieren. Vor dem Hintergrund, wenn man die offene Grenze haben möchte, dann ist das Maximum, was man anbieten kann, zu sagen, wir haben nicht die Vollintegration Nordirlands im Binnenmarkt, sondern wir haben die Teilintegration in dem Rahmen, in dem dann Produktstandards und dergleichen durch nordirische Produkte gewährleistet werden, dass sie dann auch Zugang zum EU-Binnenmarkt bekommen. Vor dem Hintergrund ist jedes weitere Zugeben an dem Bereich etwas, was die innerirische Grenze wieder auf die Tagesordnung holt. Und da das keine Option darstellt, sehe ich hier auch kaum Möglichkeiten, dran zu gehen, sondern bleibt nur noch die dritte Möglichkeit, befristet man den Backstop zeitlich, endet er sozusagen zu einem gewissen Zeitpunkt. Da kann man darüber diskutieren, was man davon hält. Dadurch, dass der Sinn und Zweck aber des Backstops ist, eine Lösung zu haben, falls gar nichts klappt, widerspricht eigentlich die zeitliche Befristung des Gedanken, den man mit dem Backstop verbunden hat. Der Backstop kann ja nun auf 2 Weisen seinem Ende zugeführt werden. Entweder man hat ein Freihandelsabkommen oder nach Artikel 20 des Nordirland-Protokolls entscheidet der gemeinsame Ausschuss einvernehmlich, die Ziele, die wir mit dem Protokoll erreichen wollen, sind erreicht, selbst ohne Freihandelsabkommen, und damit setzen wir das Protokoll teilweise oder vollständig aus. Das ist die zweite Piste, die man da auch gehen kann. Ich denke, dass hiermit ausreichend getan worden ist. Wie man also dementsprechend der britischen Regierung in irgendeiner Art und Weise entgegenkommt, dann muss man Abstand nehmen von ursprünglichen Zielen, die man sich selber gesetzt hat.
Und das hielt ich in diesen gesamten Verhandlungen für äußerst gefährlich, weshalb ich eigentlich nicht ratschlagen könnte, das Austrittsabkommen noch mal zu öffnen. Vielen Dank. Dann hat Kollege Saif das Wort für die CDU-CSU-Fraktion. Anknüpfend an die Stellungnahme von dem Sachverständigen Mayer, dass nämlich § 1 Brexit-Überleitungsgesetz eigentlich überflüssig sei, weil deklaratorisch, habe ich eine Frage, und zwar an die Sachverständigen Schmidt, Kessel und Kallis. Ich meine, das Problem ist vielschichtiger. Wir können nicht nur gucken, ob die Regelung EU-only ist, sondern es gibt auch Vorschriften in Deutschland, die nationalstaatlich sind, nicht in der Zuständigkeit der Europäischen Union liegen und die auch Bezugnahme auf EU-Mitgliedstaaten haben. Beispiel Artikel 48 Einführungsgesetz BGB. Hier geht es ums Namensrecht und hier kann jemand, dessen Namensrecht sich nach deutschem Recht bezieht, und der vorher während eines gewöhnlichen Aufenthaltes in einem anderen EU-Mitgliedstaat dort einen anderen Namen gewählt hat, der auch in ein Personenstandsregister eingetragen ist, diesen Namen wählen. Ein Fall, den würden wir nicht erfassen. Punkt 2, wir haben natürlich innerhalb der Europäischen Union unterschiedliche Rechtsakte. Bei Verordnungen gebe ich Ihnen recht, die gelten unmittelbar. Bei Richtlinien ist uns Art und Weise frei gestellt, wie wir Ziele erreichen wollen. Und jetzt könnte man sich rechtsdogmatisch auf den Standpunkt stellen, die Richtlinie, die bezieht sich auf EU-Mitgliedstaaten, die Umsetzung bezieht sich auch nur auf die EU-Mitgliedstaaten. Und wir müssen zumindest an dieser Stelle ergänzend konstitutiv auch noch erklären, dass es jetzt für ein Land gilt, was ausgetreten ist. Das wird nicht automatisch durch das Austrittsabkommen erfasst, meines Erachtens. Und da hätte ich jetzt gerne Ihre Meinung zu. Ja, vielen Dank für die Frage. In der Tat glaube ich, dass wir tatsächlich mehrere Regelungsebenen haben. Wir haben einerseits das unmittelbar geltende Europarecht, Verordnungsrecht, Primärrecht. Für das reicht das Austrittsabkommen mit Sicherheit. Schon bei der Richtlinienumsetzung wäre ich mir da nicht so sicher. Dafür bedarf es dann nämlich jedes Mal einer richtlinienkonformen Auslegung. Da steht dann Mitgliedstaat des EWR, etwa in § 4 Absatz 2 Produkthaftungsgesetz. Für Importe in den EWR gibt es keine Importeurshaftung. Was heißt denn das? Also natürlich kann man dann das richtlinienkonform auslegen. Man könnte aber genauso gut, übrigens auch rechtspolitisch gut begründet, sagen, na ja, dieses Privileg bei der Produkthaftung, das gibt es ja nur deshalb, weil es die vereinfachte Durchsetzung unter Brüssel 1a gibt. Diese vereinfachte Durchsetzung wird perspektivisch für künftige Produkthaftungsfälle entfallen. Das wollen wir gar nicht. Also das könnte zum Beispiel ein Schutzzweck, eine Schutzzweckerwägung auch eines anwendenden Richters übrigens sein. Ja, also die müssen wir ja dann in privatrechtlichen Streitigkeit mit einkalkulieren. Und dann haben wir natürlich sehr viel mindestens scheinbar autonomes nationales Recht, das wir den Grundfreiheiten anpassen. Also Beispiel, das betrifft jetzt, gut, das ist ein landesrechtliches Beispiel, aber ich habe unsere Pressestelle gebeten, der Universität doch mal zu gucken, ob die Kollegen dann nach künftigem bayerischen Landesrecht, nach künftiger Rechtslage dann ihre Titel korrekt führen auf den Homepages, weil die müssen nämlich jedenfalls nach bayerischem Landesrecht künftig dann die Universität, wo sie sie hermachen, mit dazufügen, sonst machen sie sich unmittelbar strafbar. Ja? Also das, da gibt es vielleicht einen Korrekturbedarf am Straftatbestand. Ja, dass man dieses Genehmigungsverfahren abgeschafft hat, ist vielleicht ein Problem. Aber nur, dass man das sich klar macht, solche Tatbestände gibt es massenhaft und auch deswegen scheint mir das alles andere als nur hier deklaratorisch zu sein, das ist in vielen Fällen eben tatsächlich nicht so ohne weiteres deklaratorisch. Und wenn wir direkt eine Strafbarkeitsfolge haben, dann geht es auch um Bestimmtheit von Straftatbeständen. Deswegen sollte man das, glaube ich, tatsächlich ausdrücklich klar machen. Und übrigens nicht nur der Bund, sondern die Landesgesetzgeber auch, wenn gleich hier dann die falschen Hörer sitzen dafür. Entschuldigung. Ja, alles gut. Ja, vielen Dank. Dann hat als nächstes das Wort. Nein, dann sind wir durch mit unserer zweiten Runde innerhalb des ersten Blocks. Und jetzt darf ich aufrufen, den zweiten Block, die erste Runde. Zunächst auch hier Herrn Kollegen Saif mit der ersten Wortmeldung. Ich darf jetzt auch noch mal darauf hinweisen, dass die Sachverständigen jetzt teilweise wechseln. So wie vorhin auch vorgelesen. Ich darf es noch mal
für den Themenblock 2 zusätzlich benennen. Dr. Nikolai von Ondarza, Herr Dr. Guntram Wolf, Professor Dr. Gunnar Beck, Dr. Paul Behrens, Frau Doro Zinke und Professor Dr. Peter Tobias Stoll. Das werden neben den jetzt bereits bewährten Sachverständigen, nämlich Professor Dr. Christian Kallis, Professor Dr. Martin Schmidt-Kessel und Dr. Volker Dreyer, unsere Sachverständigen sein für die zweite Runde. Den Sachverständigen der ersten Runde, die jetzt bei uns weiter nicht mehr zur Verfügung stehen, da darf ich mich ganz, ganz herzlich bedanken. Sie sind natürlich herzlich eingeladen, auch weiterhin der Anhörung zu lauschen. Und dafür schon mal jetzt ein herzliches Dank auch für Ihr Engagement. So, jetzt dürfte der Wechsel fast vollzogen sein. Jedenfalls die kleine Rochade, na, schon eine größere Rochade. Aber dann darf ich jetzt schon mal aufrufen, die Wortmeldung von Herrn Kollegen Seif, weil vermutlich richtet sich diese an die bereits bewährten Sachverständigen. Ja, und zwar an den Sachverständigen, für den jetzt in der letzten Fragerunde kein Krümel mehr übrig geblieben ist. Dafür bekommen Sie von mir jetzt den vollen Kuchen, Herr Kallis. Meine beiden Fragen an Sie sind, ist der Aktionsplan für den No-Deal, der Notfallplan, den die Europäische Kommission vorgelegt hat, aus Ihrer Sicht ausreichend? Reichen die Maßnahmen aus oder bestehen aus Ihrer Sicht Regelungslücken? Die Frage 2, die für mich politisch auch viel interessanter ist, die Bundesregierung hat sich darauf festgelegt, auch im Falle eines No-Deal keine bilateralen Verhandlungen aufnehmen zu wollen. Und die Frage ist, gibt es denn da nicht Bereiche, die vielleicht ungeregelt bleiben, die wir in jedem Fall bilateral regeln müssten? Wie sehen Sie die Sinnhaftigkeit oder sehen Sie Bereiche, die wir durchaus fokussieren sollten, auch von deutscher Sicht und begleiten sollten, aktiv und nicht nur über die EU? Ja, vielen Dank. Ich würde zunächst sagen, dass die Mitteilung natürlich relativ, und das hat einfach auch, glaube ich, mit dem Gegenstand der Sache zu tun, der Kommission insoweit alle Aspekte umfasst, aber sie ist eben auch nicht sehr präzise. Es ist auch sehr schwierig, glaube ich, in diesen Punkten präzise zu sein. Und Präzision wäre mit einem unglaublichen Arbeitsaufwand wahrscheinlich auch verbunden, der, glaube ich, fast unermesslich ist. Und ich würde einfach sagen, dass für diese Situation, glaube ich, die wesentlichen Punkte in der Mitteilung angesprochen sind, aus meiner Sicht. Natürlich kann man sich jetzt aus Spezialistenperspektive noch weitere Aspekte wünschen. Vielleicht kann man auch sich wünschen, dass da so ein prinzipienhafter Ansatz zugrunde gelegt wird, Leitprinzipien sozusagen für die Situation. Aber ich glaube, dass hier zwei Aspekte zu berücksichtigen sind. Zum Ersten ist es, glaube ich, tatsächlich so, dass in dieser Situation eines No-Deals die Verantwortung eben sehr stark auch bei den Einzelnen liegt, ihre Situation sozusagen zu reflektieren und sich vorbereiten. Also der Staat hat keine Verantwortung im Detail sozusagen für Unternehmen nun mehr oder weniger die anwaltliche Beratungstätigkeit vorzunehmen und alle Verantwortung insoweit zu übernehmen. Das ist, glaube ich, der eine Punkt. Der andere ist diese politische Verantwortung sozusagen, dass es in der Europäischen Union nicht zu einem Chaos kommt. Insofern glaube ich, in der Tat ist es weiterhin extrem wichtig, dass die 27 mit einer Stimme sprechen und die Bundesrepublik ihre Impulse über Rat und Europäischen Rat einbringt. Dass wir also nicht bilaterale Verhandlungen führen, aber Ideen präsentieren, das ist, glaube ich, in der Konstellation im Moment auch angelegt mit der Taskforce 50 einerseits und dem Spiegelbild auf der Seite des Rates. Bisher war das sehr stark in der Taskforce 50 angesiedelt und jetzt kann natürlich in dieser Situation tatsächlich der Europäische Rat entscheidende Impulse noch mal geben. Ich glaube, da kann man sich auch auf Artikel 50 beziehen. Auch für diese Situation könnte man sozusagen analog diese Leitlinienkompetenz heranziehen und sagen, jetzt müssen wir noch mal neu nachdenken. Und insofern sollte die Bundesregierung, und ich gehe davon aus, dass sie das ist, vorbereitet sein und der Bundestag das eben auch sehr aktiv begleiten, gerade dort, wo es eben auch um seine Rechte geht. Vielen Dank. Vielen Dank,
jetzt Kollege Hack-Verdi für die SPD-Fraktion. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an Gundram Wolf. Ich spekuliere so wie alle anderen auch, wie es jetzt ausgeht. Ja? Also, und zwar, das Problem ist, glaube ich, dass wir dann so täglich neu spekulieren. Also die nächste Frist wird dann morgen sein, dann eventuell mit einem Misstrauensvotum noch abends morgen, also morgen Abend oder dann am Mittwoch. Und so hangeln wir uns sozusagen von eins an. Und das hindert mich daran, so eine strategische Perspektive zu bekommen, wie sozusagen die Grundhaltung ist, die man nicht jeden Tag neu anpasst, ja? damit es auch Orientierung gibt. Und zwar aus Seiten Deutschlands und dann UK, aber dann vor allen Dingen auch der europäischen Perspektive insgesamt, was Parlamentarier heute im Unterhaus erwarten können von uns. Wenn es so sein sollte, das ist alles mit ganz vielen Wenns behaftet, aber das ist eben die zweite Runde, über die wir jetzt reden, und vor der Abstimmung morgen ist das so mit ganz vielen Wenns. Ja? Also wir können ja auf den Konjunktiv zurückgreifen, damit wir wissen, worüber wir reden. Wenn es so sein sollte, dass in irgendeiner Form der taktische Ball des Handelns aus dem House of Commons nach Europa kommt, zum Beispiel, und das ist meine Frage, bezieht sich konkret auf das Beispiel einer Verlängerung des Zeitraums. Was ist Ihre Empfehlung für uns? Was ist sozusagen was muss das kommunizierte strategische Interesse der Europäischen Union sein, sich überhaupt mit einer Fristverlängerung zu beschäftigen? Und dann, zweite Frage ganz konkret, wie lang heißt das, müsste es sein? Wenn Sie dabei die Problematik der Europawahl mit ansprechen wollen, wäre ich Ihnen dankbar und alle Probleme, die uns da begegnen, mit einer praktischen Lösung hätten, wäre ich Ihnen auch dankbar, das in 2,5 Minuten zu machen. Vielen Dank. Bitte. Ja, vielen Dank für die Einladung. Schwierige Frage, die Sie stellen. Also ich würde erst mal anfangen zu sagen, es gibt ja finanzielle Verpflichtungen des Vereinigten Königreichs gegenüber der EU. Wir berechnen, dass sie ungefähr 16,5 Milliarden Euro ausmachen für den laufenden Finanzrahmen. Das wäre ganz konkret Geld, das fehlen würde, wenn das Vereinigte Königreich ausscheiden würde, ohne eine Bereitschaft zu signalisieren, das zu bezahlen. Also im Austrittsabkommen verpflichten Sie sich ja dazu, das zu bezahlen. Aber wenn Sie einfach so gehen, würden Sie vielleicht gar nicht zahlen wollen. Also das Erste, was ich sicherlich empfehlen würde, ist sehr stark darauf zu pochen, dass das Geld tatsächlich, diese finanziellen Verpflichtungen erfüllt werden, die in der langen Frist ja bis zu 45 Milliarden Euro ausmachen, also wenn man die zukünftige Rentenansprüche und so weiter mitberechnet. Also insofern, da würde ich eine harte Haltung beim Geld empfehlen. Aber es ist schon so, dass wir aus europäischer Sicht potenziell schon auch ein Interesse haben an einer Verlängerung, also einer Fristverlängerung. Allein schon um diese gesamten Gesetze, die jetzt in diesem Notfallplan von der Kommission vorgeschlagen werden, alle umzusetzen. Es sind ja relativ viele legislative Akte, die durchgeführt werden müssen. Und wenn man das nicht geschafft hat, alle umzusetzen vor dem 29. März, dann hätten wir dann tatsächlich am 30. März ganz erhebliche Verwerfungen, sei es beim Handel, sei es bei so Themen wie den Fluglinien, die auf einmal nicht mehr fliegen können, sei es bei Fragen wie Visa, Bürgerrechte. All diese Dinge sind sofort betroffen und diese Notfallgesetze, die da jetzt diskutiert werden, müssen umgesetzt sein und rechtskräftig sein, damit wir am 30. März diesen Jahres eben nicht auf einmal diese ganzen Probleme haben. Also insofern, ich würde empfehlen, beim Geld eine harte Haltung, aber gerade bei Themen, bei denen es um Bürgerrechte geht, um Visapolitik, ist es unser Interesse, möglichst zu einer Einigung, möglichst doch noch alles umsetzen zu können und natürlich bei einigen Themen auch, wenn es sein muss, mit dem Vereinigten Königreich zu kooperieren, weil es eben letztendlich um Interessen der Bürger geht, wenn wir Sozialversicherungsportabilität ansehen zum Beispiel. Vielen Dank. Vielen Dank. Dann Kollege Hebner für die AfD-Fraktion, bitte. Mhm. Vielen Dank. Der Kollege Seif hat eben gerade zum Thema No Deal auch schon einen Part Aktionsplan unter anderem der Bundesregierung in dem Fall zum Thema No Deal angesprochen. Ich hätte die Frage an Professor Beck, an Sie, was heißt denn eigentlich No Deal als Austritt in Summe für Deutschland? Welche Konsequenzen leiten sich daraus ab, gerade wirtschaftlich, gerade bezüglich Haushalt? Und wir haben gerade aus der Frage vom Kollegen Hack-Verdi gelernt, dass hier natürlich
entsprechende weitere Kosten der EU-Bürokratie, die offensichtlich nicht anpassbar sind, an die geringeren Mitgliederzahlen der EU-Mitgliedsländer auch in dem Fall weiter dann entstehen. Ich bin da ein bisschen überrascht, oder ist es in dem Fall einfach systemimmanent, dass die EU-Bürokratie entsprechend auch nicht anpassbar ist, von entsprechende oder die Kosten nicht entsprechend auch reduzierbar sind? Wie ist da Ihre Ansicht zu den beiden Punkten? Mikro. Ja, vielen Dank. Das ist natürlich eine sehr umfassende Frage. Ich will die mal in folgende drei Teile strukturieren. Erst einmal der Handelsaspekt im Falle eines No-Deal-Szenarios, dann zweitens die politischen Aspekte und drittens die budgetären. Zuerst zum Handelsszenario im Falle des Scheiterns des Austrittsabkommensentwurfs. In Großbritannien ist der drittwichtigste Handelspartner Deutschlands. Das wird jetzt, dass ich das sage, das wird mancher bezweifeln, weil im Sachstand steht ja fünftgrößte. Nun ziehen wir in Betracht die letzten 5 Jahre, da steht Großbritannien insgesamt an dritter Stelle. Und wenn man dann noch in Betracht zieht, dass die Briten ja nicht im Target-System sind und deswegen ihre Exporte auch selbst bezahlen, da ist es quasi der zweitwichtigste Handelspartner neben den USA. Nun, außerdem ist das deutsche Handelsbilanzüberschuss mit Großbritannien äußerst hoch. Das sind über 40 Milliarden gewesen, jeweils in den 5 letzten Jahren. Nun muss ein No-Deal-Szenario nicht notwendigerweise ein Desaster sein. Die Zölle, die nach den Regeln der Welthandelsorganisation eingeführt werden müssten, liegen bei durchschnittlich gut 3%. Wichtig ist allerdings, dass sie für die Autoindustrie bei über 10 lägen. Nicht? Hier liegt also ein Problem. Damit will ich sagen, dass die EU, insbesondere auch Deutschland, im Falle eines Scheiterns der Austrittsverhandlungen ein vitales Interesse, zumindest die Automobilindustrie, daran hat, auch nach einem Scheitern der Austrittsverhandlungen auf ein Handelsabkommen danach hinzusteuern. Nicht? Denn wenn es jetzt scheitert, heißt dies nicht, dass man nicht zukünftig ein solches abschließen kann. Nicht, das ist also zum ersten Aspekt meine Meinung. Zum zweiten, die politischen Aspekte, Auswirkungen eines Scheiterns der Verhandlungen. Nun, hier scheint mir am wichtigsten, dass mit dem Ausscheiden Großbritannien, wenn man ihn mal so nennt, der Freihandelsblock in der EU seine Sperrminorität verliert, die liegt bei ungefähr 35%. Es besteht also die Gefahr, wenn die Briten nicht mehr mitstimmen, dass die eher staatsinterventionistisch, weniger freihändlerischen Nationen durchregieren. Und zum Dritten die budgetären Auswirkungen. Da fallen erstmals 4,2 Milliarden an als deutscher Anteil, wenn es nicht zu einem Abkommen kommt, denn das Abkommen würde das aufs Erste sozusagen abschirmen. Vielen Dank. Dann Herr Kollege Feiler für die CDU-CSU-Fraktion. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine beiden Fragen richten sich an Dr. Dreyer. Geht es einmal um die Zollformalitäten. Sie haben in Ihrer Stellungnahme gesprochen von 4,6 Millionen zusätzlichen Zollanmeldungen für die Einfuhren, 10 Millionen für die Ausfuhren. Sie erwähnen dabei das IT-System Atlas. Dafür ist ja erforderlich, dass man sich anmeldet. Eine zertifizierte Software muss vorhanden sein, eine Registrierung der Wirtschaftsbeteiligten bei den Zollbehörden ist Voraussetzung. Wie sind unsere Unternehmen eigentlich für die Erledigung dieser anfallenden Formalitäten aufgestellt? Wie viele Unternehmen beispielsweise verfügen überhaupt über eine derartige Software? Wie lange würde so eine Anmeldung dauern? Das sind alles Fragen. Ein zweiter Punkt. Da geht es um die temporären Sonderregelungen, die die Kommission aufgelegt hat für den Aktionsplan, für den Notfall, um die gravierendsten Verwerfungen erstmal abzumildern. Da ist aber der gegenseitige Warenverkehr ja ausgenommen. Und wären aus Ihrer Sicht temporäre Sonderregelungen für diesen Bereich notwendig oder erforderlich? Und wenn ja, welche könnten das überhaupt sein?
Danke für die Frage. Erster Punkt. Wir haben, wie vorher erwähnt, 70.000 deutsche Unternehmen, die mit Waren- und Dienstleistungsverkehr betroffen sind mit dem Vereinigten Königreich. Wir haben ganz viele von denen, die zum ersten Mal, weil sie außerhalb des Binnenmarktes dann agieren würden, mit Zollformalitäten zu tun haben. Wir haben die Unternehmen letztes Jahr befragt, Mitte des Jahres, und es fühlte sich nur jedes sechste Unternehmen vorbereitet. Das war für uns Anlass, ganz viel zu tun mit den Industrie- und Handelskammern, mit dem Bundesfinanzministerium, mit der Generaldirektion Zoll, um die Unternehmen möglichst flächendeckend in Deutschland zu informieren, selbst eine Online-Brexit-Checkliste zu starten. Also ich habe die Zahlen auch aufscheinen lassen in der Stellungnahme. Es geht da um eine Einführung oder Änderung des Logistik- und Zollmanagements in einem Unternehmen. Also ich will stichwortartig EORI-Nummer beantragen. Wir fragen, will man die Zollformalitäten selbst machen, will man es outsourcen? Welches Zollverfahren will man anwenden? Was hat man eigentlich für ein Geschäftsmodell? Welche Produkte hat man? Also Versandverfahren, Veredelungsverfahren, Drittlandswaren. Wie ist dann das Verhältnis mit Drittländern der EU, mit denen Zollabkommen, Freihandelsabkommen bestehen? Warentarifnummer etc. pp. Also das dauert, und wir sprechen jetzt mit der von der Frage, wie schätzt ein Unternehmen das Szenario ein, die Wahrscheinlichkeit, dass der ungeordnete Brexit kommt und wenn er dann kommt, wann er kommt. Also und all das einzuschätzen und dann einzuführen, abgesehen von all den Fragen, die wir mit Lagerung, mit der Frage der Logistik an der Grenze dann in Dover, in Calais haben werden, 10.000 LKWs jeden Tag durch Dover und Calais, insgesamt 13.000 LKWs, und das betrifft dann die Unternehmen in der Wertschöpfungskette. Das kann man in dieser Zeit nicht schaffen. Jetzt ist es in der Einschätzung wahrscheinlicher geworden. Und der zweite Punkt, den kann ich ganz schnell beantworten, das war nochmal Stichwort. Dafür wird leider kaum die Zeit bleiben. Vielleicht kriegen wir das aber nachher noch nachgeholt. Ja. Dann hat als nächstes das Wort Kollege Kuhle für die FDP-Fraktion. Ja, ganz herzlichen Dank. Ich habe zwei Fragen an Herrn Dr. Behrens. Zum einen rekurrieren Sie ja in Ihrer schriftlichen Stellungnahme auf die Auswirkungen eines No-Deal-Brexits auf den Sektor Wissenschaft und Forschung. Hier würde ich noch mal um eine Klarstellung bitten. Vielleicht können Sie die Auswirkungen eines No-Deal-Brexit auf Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowohl im Vereinigten Königreich als auch in Deutschland noch mal beschreiben, die positiven wie die negativen. Und was muss denn der deutsche Gesetzgeber und vielleicht auch die Bundesregierung tun, um mögliche negative Auswirkungen eines No-Deal-Brexits auf den Wissenschaftssektor abzufedern? Meine zweite Frage knüpft an die Frage bezüglich der WTO-Regeln an Herrn Professor Dr. Beck. Sehen Sie die Anwendung der WTO-Regeln ähnlich positiv? Da gibt es ja noch die Meistbegünstigungsklausel. Also erstmal führen die WTO-Regeln zu einer gewissen Unsicherheit mit der 3%-Regel, die gerade beschrieben worden ist. Das heißt, es wird erstmal irgendwas beschlossen. Dann wollen die Briten ja Freihandelsabkommen abschließen, möglicherweise mit Ausnahmen im Bereich Automobil. Industrie und müssen dann über die Meistbegünstigungsklausel das Ganze auch noch anderen zubilligen. Das heißt am Ende sogar weniger Freiheit an der Stelle, als man sie möglicherweise versprochen hat. Also ist die Meistbegünstigungsklausel tatsächlich so positiv, sind die WTO-Regeln tatsächlich so positiv, wie hier beschrieben? Vielen Dank. Ach so, ja, gut. Ja, recht herzlichen Dank für die Frage und für die Einladung. In Bezug auf die Akademiker würde ich sagen, ich glaube, wir können schon davon ausgehen, dass der Brexit schon und Brexodus schon angefangen hat. Das sieht man, wenn man sich die Gegebenheit anschaut, vielleicht nicht so sehr an den Europäern, die jetzt schon aktiv aus dem Land rausgehen,
aber an den Schwierigkeiten, die viele meiner Kollegen finden, nicht nur in Rechtswissenschaften, aber vor allem in Naturwissenschaften, Leute, die in Laboratorien arbeiten und so weiter, neue Bewerber zu finden. Es bewerben sich einfach nicht mehr so viele Leute aus den europäischen Ländern. Und das hat natürlich sehr große negative Konsequenzen für den Weitergang der Wissenschaft hier. Es gibt konkret gesagt zwei besondere Punkte, die für Wissenschaftler hier von Bedeutung sind. Das eine ist, dass die Forschungsförderungsmittel jetzt wahrscheinlich wegfallen werden. Man denkt vor allem an Horizon 2020, also dieses große Förderungsprogramm der Europäischen Union. Das ist sehr in den Sternen, wie das jetzt weitergehen soll. Weil als Drittstaat ist Großbritannien nicht unbedingt da eingebunden. Und wenn man an Forschungsförderung denkt, man muss sich immer im Auge behalten, dass das die Akademiker ja nicht aus Gründen der persönlichen Bereicherung machen. Sie brauchen die Fördergelder, um Krebs zu bekämpfen, um dem Klimawandel Methoden entgegenzusetzen, um die Armut zu bekämpfen und so weiter. Es geht um diese Dinge, die dann alle wegfallen. Und natürlich betrifft das auch viele Projekte, die zusammen mit Deutschland auf die Beine gestellt werden. Wenn die Förderung wegfällt, dann fallen verschiedene Kooperationen auch weg, die bislang möglich waren. Warum aber Menschen ursprünglich nach Großbritannien gegangen sind, das hat eine Auswirkung jetzt darauf, auf die Frage, die Sie gestellt haben, darüber, was Deutschland jetzt tun kann in dieser Situation. Und die Sachlage ist eben so, dass die Stellen vorhanden waren in Großbritannien für Akademiker, eben auch gerade im Mittelbau für Senior Lecturers, für Lecturers und so weiter, das zu tun. WTO-Regeln, ganz, ganz kurz. Ich teile die Auffassung nicht, dass das so glatt läuft. Die meisten Wirtschaften in diesem Erdball teilen die Auffassung nicht, denn kaum jemand ist bereit, nur auf Grundlage der WTO-Regeln zu verhandeln. Die meistbegünstigten Klausel haben Sie erwähnt. Dazu kommen natürlich die Zölle, wo man nicht einfach sagen kann, die Europäische Union erhebt 3% an Zöllen. Man muss sich auch anschauen, für was für Waren werden die Zölle erhoben. Und wenn man dann ist bei 10% für Autos und bei 30% für Molkereiprodukte, dann sieht das schon ganz anders aus. Vielen Dank. Dann hat das Wort Kollege Tönz für die SPD-Fraktion. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Fragen richten sich an Dr. von Ondarza. Wenn wir jetzt negativ betrachten, dann gehen wir ja im Moment davon aus, oder wir müssen es zumindest mal in den Blick ziehen, dass es zu einem No-Deal-Szenario kommt. Bei dem No-Deal-Szenario morgen ist einmal die Frage, wie gut sind die Mitgliedstaaten der Europäischen Union eigentlich darauf vorbereitet? Und die zweite Sache, die mich eigentlich interessiert, ist, wir wissen ja, dass seit letzter Woche das Unterhaus einen sogenannten Plan B verlangt von der Regierung, wenn die Abstimmung morgen Abend scheitert. Wie schätzen Sie das ein im Zusammenhang mit einer in Frage stehenden, vielleicht nochmal zweiten Abstimmung über den Deal, der ja auch immer im Raume stand? Ja, herzlichen Dank auch von meiner Seite sowohl für die Einladung als auch für die Fragen. Wir sind natürlich an einem schwierigen Punkt, das haben heute schon viele wiederholt, wo ich zumindest versuchen werde, die Sachen zu sagen, die wir definitiv sagen können. Und das betrifft zu der ersten Frage die Vorbereitung der Mitgliedstaaten. Da hat sich, nachdem sich das No-Deal-Szenario als immer eine größere Wahrscheinlichkeit gewonnen hat, die Koordination auch in Brüssel deutlich an Intensität zugenommen, mehrere Workshops zwischen der Kommission und den Mitgliedstaaten. Aber mein Stand ist, dass die Vorbereitung immer noch sehr, sehr unterschiedlich ist. Es gibt einzelne Mitgliedstaaten wie Niederlande, die schon sehr stark in neue Zollbeamte investiert haben, oder Irland. Bei vielen anderen Mitgliedstaaten sind aber noch viele Sachen zu tun. Und ich glaube, falls die Abstimmung morgen negativ ausgeht und es keinen glaubwürdigen Plan B innerhalb des Januars gibt, müssten die Vorbereitungen noch einmal deutlich intensiviert werden in allen Mitgliedstaaten. Und dafür wäre auch aus meiner Sicht noch mal ein neuer Gipfel des Europäischen Rates notwendig, um hier die Vorbereitung wirklich zu intensivieren. Was den Plan B angeht, gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten, und ich glaube, der Handlungsspielraum der Regierung wird sich ganz stark daran richten, wie hoch die Niederlage von Frau May morgen sein dürfte. Wenn sie nur knapp verliert, dann kann sie sicherlich noch ein zweites Mal vorlegen, möglicherweise nach einer harten Marktreaktion, um dann noch die letzten wenigen Abgeordneten zu überstimmen.
Aber wir dürfen nicht vergessen, es ist eine namentliche Abstimmung. Also alle Abgeordneten müssen wirklich zeigen, dass sie umgestimmt worden ist. Zweite Variante, Nachverhandlungen. Da haben wir ja schon einiges gehört. Es gab ja schon nach der Verschiebung der Abstimmung Nachverhandlungen. Und die europäische Seite hat heute, glaube ich, während unserer Sitzung in einem Brief nochmal dargestellt, dass der Spielraum für Nachverhandlungen ziemlich begrenzt ist. Das heißt, es bleiben als Option nur noch die einseitige Rücknahme des Brexits. Das halte ich in der politischen Lage und angesichts der demokratischen Bindewirkung des Referendums nicht für realistisch. Eine Verlängerung, um noch eine Lösung zu finden. Das wird die Europäische Union aber nur machen, wenn sie wirklich eine Zusage und eine Abstimmung im House of Commons hat. Das ist jetzt die Lösung, an der Großbritannien arbeiten will und nicht einfach nur um den innenpolitischen Grabenkämpfen in Großbritannien noch mehr Zeit einzuräumen. Oder eben das zweite Referendum. Und ich glaube, hier ist vielleicht mein letzter wichtiger Punkt, dass wir nicht vergessen dürfen, dass so etwas deutlich an Zeit mehr bedürfen würde. Britische Studien gehen davon aus, dass für ein solches zweites Referendum mindestens 22 Wochen notwendig sind, vom Einbringen der Gesetzgebung in das Parlament bis zum letztlichen Stattfinden des Referendums. Plus, ich würde sagen, mindestens 3 Monate, um mit dem Ergebnis des Referendums umzugehen. Das heißt, ein solches zweites Referendum würde eine Verlängerung aus meiner Sicht mindestens eines Dreivierteljahres bedeuten. Und das würde eben auch heißen, Europawahlen in Großbritannien und all die politischen Schwierigkeiten, die damit verbunden sind. Vielen Dank. Dann Kollege Meiser für die Fraktion Die Linke, bitte. Kollege Nord. Kein Problem, Herr Vorsitzender. Doch. Herzlichen Dank. Ich habe eine Frage an Frau Doro Zinke vom Deutschen Gewerkschaftsbund. Und wir haben ja hier einiges schon gehört über die Situation für britische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland beziehungsweise Deutsche in Großbritannien. Wenn es zu einem Deal kommt, wie wäre denn deren Lage in einer No-Deal-Situation? Vielleicht können Sie uns dazu einiges sagen. Ja, vielen Dank, Herr Nord. Wir müssen uns das vorstellen wie eine Matrix mit 4 Teilen. Das heißt, es geht auch um die britischen Bürgerinnen und Bürger im Vereinigten Königreich und um die EU-Bürgerinnen und Bürger im Nicht-UK-EU-Raum. Auch die sind von den jeweiligen Varianten betroffen. Ich fange mal an mit dem ersten Punkt. Britinnen und Briten im Vereinigten Königreich sind auch von einem No-Deal betroffen. Insofern, als sie ihre bis jetzt über EU-Recht gewonnenen Mitbestimmungsrechte im Betrieb verlieren werden. Beispielsweise die Möglichkeit, über den Umweg eines europäischen Betriebsrates Strukturen innerhalb eines britischen Unternehmens zu schaffen. Wir werden des Weiteren die Situation haben, dass EU-Bürger in der EU betroffen sind, weil natürlich durch das Nichtgelten bestimmter Rechte, bestimmter Anforderungen an Dienstleistungen und Produkte, die jetzt auf EU-Ebene definiert sind, Waren und Dienstleistungen erbracht von Tätigen aus dem Vereinigten Königreich billiger werden, ganz schlicht und einfach. Und das ist kein Zollproblem, das ist schon ein Produktionsproblem. Wir werden die Sachlage haben bei EU-Bürgerinnen und Bürgern in Großbritannien, im Vereinigten Königreich, dass zunächst mal eine riesige Rechtsunsicherheit da sein wird. Die Frage wird sein, welche Ansprüche sozialrechtlicher Art, die erworben sind, auch arbeitsrechtlicher Art, überhaupt unter Portabilität fallen werden. Was kann mitgenommen werden? Und das Gleiche gilt natürlich auch umgekehrt. Jemand, der in Deutschland zum Beispiel vollkommen klar krankenversichert war, ist das nicht, wenn er zurückgeht in das Vereinigte Königreich, was er vielleicht muss, wenn ohne Deal der Austritt passiert. Ähnliche Probleme haben wir im Zusammenhang mit der Frage von Anciennität in Unternehmen. Und wir haben die Probleme bei der Frage der Arbeitslosenversicherung.
Was ist mit jemandem, der im Vereinigten Königreich gearbeitet hat, der wieder zurück in die Bundesrepublik kommt? Nach welcher Rechtslage hat der überhaupt Ansprüche auf Arbeitslosenversicherung? Hat er Zeiten erworben oder nicht? Nach derzeitigem Stand hat er keine Zeiten erworben oder sie. Umgekehrt ein vergleichbares Problem. Das heißt also, in den Fragen des Arbeits- und Sozialrechts haben wir individuelle Situationen, die den einzelnen Bürger, die einzelne Bürgerin doch sehr stark in Rechtslosigkeit zurückschubsen. Vergleichbares kann passieren bei der Frage der jeweiligen Organisation. Welche Möglichkeit haben also Gewerkschaften auf beiden Seiten des dann existierenden Vorhanges, die jeweiligen Rechte auch zu vertreten und auch wahrzunehmen? Danke. Vielen Dank. Dann für Bündnis 90 Die Grünen, Frau Kollegin Dr. Brandner. Herzlichen Dank. Ich habe zwei Fragen an Professor Dr. Stoll. Wenn es zum Hard Brexit kommen sollte, wie können wir unsere Verbraucherinnen und Verbraucher gerade mit Blick auf Level Playing Field am besten schützen? Was ist denn da von europäischer Sicht notwendig? Und zweitens auch an Sie die Frage, glauben Sie, dass wir noch weitere Zugeständnisse machen könnten mit Blick auf das Level Playing Field, um vielleicht den Hard Brexit zu verhindern? Dankeschön, Frau Abgeordnete Dr. Brandner. Wenn wir tatsächlich einen Hard Brexit bekommen, haben wir keine Regelungen zwischen den beiden Rechtsordnungen. Dann muss die EU ihre Verantwortung für den gemeinsamen Markt und für die Zollunion, aber natürlich auch für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz durch eine Außenkontrolle wahrnehmen. Das ist zunächst mal der erste Punkt. Aber natürlich wird man dann sehr schnell verhandeln müssen, ob man nun wirklich das riesige gesamte Abkommen über die zukünftigen Beziehungen in einem machen muss und 4, 5, 6 Jahre warten muss, wage ich zu bezweifeln. Möglicherweise könnte man Teile dieses Abkommens schon vorziehen und im Hinblick auf die dringlichen sozusagen Notwendigkeiten von Regelungen etwas früher da unternehmen. Natürlich werden sozusagen die meisten dieser Regelungen, die man dann treffen muss, solche im Sinne eines gemischten Abkommens sein, wo die EU-Mitgliedstaaten teilnehmen. Und es ist ja darauf hinzuweisen, dass die Europäische Union in der letzten Zeit eine Reihe von wegweisenden Regelungen mit Drittstaaten über die Handelskooperation getroffen hat. Das CETA-Übereinkommen wird ja, glaube ich, zu Recht sehr oft erwähnt. Es enthält auch, wenn man jetzt gerade mal an die Interessen im Bereich Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz denkt, ein sehr fortschrittliches Kapitel über nachhaltige Entwicklung, über Umweltschutz, über soziale Standards und dergleichen mehr. Und man könnte noch weit darüber hinausgehen. Man könnte etwa sich überlegen, dass man die Durchsetzung in diesem Abkommen besser macht, wie das im Augenblick auch in anderen Fällen diskutiert wird, dass man einfach sagt, wir machen als Durchsetzungsform nicht mehr nur Handelssanktionen, sondern wir geben Individuen oder Gewerkschaften oder Nichtregierungsorganisationen eine Art, ein Verfahren anzustoßen. Und am Ende dieses Verfahrens muss nicht eine Handelssanktion stehen, sondern zum Beispiel kann auch eine Kompensation stehen. All das sind Möglichkeiten, sozusagen, über die man nachdenken kann. Übrigens wäre in dieser Gestaltung dann die mögliche Durchsetzbarkeit stärker als das, was wir im Augenblick im Austrittsabkommen stehen haben. Wenn man jetzt überlegt, könnte man noch weitere Angebote im Hinblick auf das Level Playing Field machen, ich nehme an, so ein bisschen im Sinne des Austrittsabkommens, dann muss man sagen, dieses Austrittsabkommen, so wie es steht, bringt schon einen erheblichen Kontrollverlust für die Europäische Union und ihre gemeinsame Verantwortung für den gemeinsamen Markt, Umwelt, Verbraucherschutz und Gesundheitsschutz mit sich. Sozusagen Herr Repasi hat darauf hingewiesen, dass in dem ganzen Abkommen der Verbraucherschutz völlig fehlt. Es ist weiter darauf hingewiesen worden, dass die Standards nicht so definiert sind, wie wir sie in der Europäischen Union in unserer Gesetzgebung stehen haben. Und es ist weiterhin auch beschrieben worden,
sozusagen, dass die Durchsetzung in Frage steht. Darüber hinaus möchte ich hier einen Punkt einführen, der bisher, glaube ich, noch nicht erwähnt worden ist, und das ist die parlamentarische Mitwirkung in den Joint Committees, die bisher noch völlig offen ist und gerade auch dieses Haus angeht. Ganz herzlichen Dank. Vielen Dank. Und dann jetzt abschließend in der ersten Runde des zweiten Blocks Professor Hirte für die CDU-CSU-Fraktion. Ja, Herr Vorsitzender, vielen Dank. Die letzte Bemerkung des Kollegen veranlasst mich dazu, dass das Bundesverfassungsgericht zu den Joint Committees sicher demnächst äußern wird. Dann haben wir da Klarheit. Meine Frage richtet sich aber zunächst an Herrn Kallis. Wir haben von Herrn Wolf eben gehört, dass wir im No-Deal-Szenario in erster Linie dafür sorgen sollten, dass unsere finanziellen Verpflichtungen, dass die finanziellen Verpflichtungen des Vereinigten Königreichs erfüllt werden. Das ist ein Punkt, der ganz am Anfang der Diskussion ja schon sehr intensiv diskutiert wurde und wir gehofft haben, dass die Briten das in einem Austrittsabkommen anerkennen und regeln. Meine eigene Auffassung, ich habe das mehrfach gesagt, ist, es geht um gesetzliche Verpflichtungen, die jetzt eigentlich vertraglich klargestellt wurden. Wenn wir keinen Vertrag haben, bleibt es bei gesetzlichen Verpflichtungen. Und die Frage an den Öffentlichrechter, Verfassungsrechter und Völkerrechtler ist, wie setzen wir denn die Verpflichtungen durch, dass wir sie durchsetzen sollten, darüber sind wir einig. Aber wie machen wir das praktisch, völkerrechtlich? Und der zweite Punkt ist, ich schaue nochmal den Herrn Dreyer an, der eben nicht ganz zum Ende kommen konnte, mit seinen sozusagen Hinweisen an die heimische Wirtschaft. Vielleicht können Sie die Gelegenheit der 4 Minuten nutzen, das noch zu sagen, was Sie eben gerne gesagt hätten. Ja, also ja, vielen Dank, Herr Hirte, für die Frage. Ich glaube, die in der Tat, erstmal die finanziellen Verpflichtungen ist natürlich eine schwierige Frage, wenn sie streitig sind. Die Briten sagen ja, wenn es keinen Deal gibt, dann gibt es gar keine Rechtsverpflichtung, diesen finanziellen Verpflichtungen nachzukommen. Und hier gelten dann erstmal grundsätzlich, würde ich sagen, also ich weiß nicht, es ist schwierig sozusagen im Einzelfall das zu beantworten, aber grundsätzlich gelten natürlich hier dann möglicherweise analog völkerrechtliche Regelungen für internationale Organisationen. Da haben wir ja Regelungen, wenn im Falle der Auflösung, wer haftet sozusagen für die Verbindlichkeiten und Ähnliches. Daran kann man sich möglicherweise orientieren. Ansonsten ist es eben tatsächlich so, dass das jetzt wiederum politisch betrachtet eines der entscheidenden Druckmittel der Briten ist und, glaube ich, das ganz stark eben in Richtung eines, ja, sagen wir mal, dann doch eben eines Deals ein Motiv ist, in dem man eben dann praktisch den Deal ermöglichen sollte. Und hier gibt es eben dann noch weitere Ansätze, über die man eben nachdenken könnte. Das ist ja vorhin schon angesprochen worden, dass man sich eben ab dem morgigen Tag, wenn es denn zu einem No-Deal kommt, hat man ja noch ein bisschen Zeit, sich Gedanken zu machen, wie geht es denn weiter nach dem 29. März. Und das ist schon auch eine Aufgabe des Bundestages, das zumindest mit zu bedenken im Zusammenarbeit mit der Bundesregierung. Wie kann man denn möglicherweise, welche Angebote kann sozusagen die Europäische Union, also das möchte ich nochmal betonen, das muss dann sozusagen über den Europäischen Rat laufen, meiner Meinung nach, welche Angebote kann die Europäische Union denn den Briten machen, damit es eben jetzt nicht zu dem Hard Brexit kommt. Also kann man, das ist ja vorhin schon angesprochen worden, möglicherweise einvernehmlich die Frist verlängern. Gut, die einseitige Rücknahme der Austrittserklärung ist ein heikles Thema. Da muss man eben abwarten. Ich glaube, das wird auf ein Pokerspiel hinauslaufen. Und möglicherweise bietet sich ja auch an, einfach tatsächlich rechtlich einfach mal den rechtlichen Rahmen sozusagen tatsächlich zu überbrücken. Was passiert denn eigentlich, wenn die Europäische Union nichts macht am 29. März? Wir behandeln die Briten einfach als Mitglied. Das ist eine Frage, die Sie politisch vielleicht auch tatsächlich im Bundestag eruieren könnten. Ja, vielen Dank. Dann können wir auch jetzt die erste Runde abschließen. Es gibt aber immer eine zweite Chance, manchmal auch eine dritte. Jetzt jedenfalls hat für den zweiten Block, zweite Runde, Frau Kollegin Grodenkranich das Wort für die CDU-CSU-Fraktion. Ja, Herr Dr. Dreyer, dann versuchen wir beides noch mal von Anfang an. Wenn ich so manche Äußerungen höre, habe ich so das Gefühl, dass
die EU die Briten rausgeworfen hat. Ich möchte immer wieder betonen, es war eine Entscheidung der Briten, auszutreten. Und das sollte man bei allem, was wir diskutieren, noch mal im Hintergrund behalten. Und es wird auch so getan, als würde mit einer Abstimmung morgen die ganze Geschichte, die ganze Zusammenarbeit, die es vorher gab, quasi auf Null geschaltet. Aber sie wird ja nicht auf Null geschaltet. Erstens gibt es eine gemeinsame Geschichte und zweitens gefühlt ist sie eher auf Minus gestellt, weil man ja die Geschichte im Hintergrund hat und weiß, wie es geht. Und so diese Verherrlichung, was alles mal früher vielleicht mal besser gewesen sein könnte, erleben wir ja vielfach. Jetzt noch mal das Thema für die Unternehmen. Was bedeutet das, wenn, und jetzt müssen wir mal davon ausgehen, am 29. sozusagen der Hammer, März der Hammer fällt und wir am 30. bei Null oder bei Minus anfangen? Was bedeutet das für das praktische Leben? Was bedeutet das an der irischen Grenze? Was passiert mit Fluggesellschaften? Was passiert mit Waren? Ja, danke schön. Also zuerst ist all das, was wir heute wirtschaftlich haben an Verflechtung, auch ein Ergebnis, ich würde sagen, und vor allem ein Ergebnis des funktionierenden Binnenmarktes, auch wenn wir darüber nochmal explizit diskutieren könnten. Der Brexit ist insofern auch so ein Rückbesinn darauf, was wir an wirtschaftlichen Verflechtungen, damit Wohlstand, Arbeitsplätze erreicht haben, wovon jetzt ein Teil davon in Gefahr gerät. Die Unternehmen haben uns das mitgeteilt in Unternehmensbefragung, auch in dem wirtschaftspolitischen Diskurs, den wir über die Kammerorganisation seit dem Brexit, aber auch schon davor, als es zum Referendum kam, als das durchgeführt wurde, mitgeteilt. Nämlich, dass auch während und durch die Brexit-Verhandlungen die Integrität des Binnenmarktes höher einzustufen ist als ein möglicher Schaden, der durch die Brexit-Verhandlungen entsteht und deshalb eine Antwort zum Beispiel der deutschen Automobilindustrie sozusagen einen Sonderweg zu gestalten und von den zugunsten der Briten auf eine der vier Grundfreiheiten zu verzichten, kein Weg ist, den die deutsche Wirtschaft unterstützt. Und das hat sie bis heute auch nicht getan. Und im EU-27-Geleitzug hat das auch noch keiner getan. Ich finde, das ist wichtig festzuhalten. Die Frage vorher war, jetzt steuern wir auf den 29. März zu. Und deshalb ist der Notfallplan gut, aber berücksichtigen, dass die Integration des Binnenmarktes, die Integrität höher einzustufen ist, müssen wir auch aufpassen, dass wir jetzt nicht sozusagen über den Umweg eines No-Deals zu einem Austrittsabkommen kommen oder zu den Bedingungen des Austrittsabkommens oder zu einer neuen Situation, wie wenn wir sozusagen stärker zugunsten der Briten verhandelt hätten. Das heißt, die Anwendung des Unionszollkodex ist eigentlich dann eine logische Konsequenz. Hier haben wir aber auch trotzdem für eine Übergangszeit, und das ist jetzt die Frage, was heißt jetzt temporär Notfallpläne? Das ist alles wichtig, was da geregelt wird. Ich muss es nicht mehr wiederholen, Erbringung von Luftverkehrsdienstleistungen, Güter, also Dual-Use-Güter etc. pp. Ja? Aber Unionszollkodex ist nun mal jetzt dann anzuwenden, aber in diesem Zusammenhang plädieren wir auch hier noch den Blick zu schärfen und dann noch gewisserweise Vertrauensschutz zu gewährleisten für die Unternehmen, dass sie diesen Zollkodex dann auch anwenden können. Ich habe die Beispiele hier gebracht, Lieferantenerklärung etc. pp. Muss gültig sein, aber klar ist, Anwendung Zollkodex ist Pflicht. Ja, vielen Dank. Jetzt hat der Kollege Hackverdi die Frage. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe eine Frage an Guntram Wolf und an Christian Kallis bitte. Ja. Das ist für mich die Frage, im Prinzip habe ich die auch schon angedeutet das letzte Mal, das ist jetzt, glaube ich, vor morgen, auf was es ankommt. Also, drei Versionen. Version 1 ist einseitige Rücknahme, das streiche ich jetzt mal, das ist für mich akademisch. Die zweite Version, alles unter dem, natürlich immer unter dem, wir versuchen gemeinschaftlich zu handeln, im Rat, in der Kommission und das nicht nach, das ist ein Given, ja. Aber jetzt die zwei Versionen. Erste Version ist zweites Referendum, auch vor dem Hintergrund, was es zeitlich bedeutet. Und jetzt die zweite Version ist dann eben ein Vorschlag inhaltlicher Art, der sich im Unterhaus durchsetzt, sagen wir mal, irgendeine Art von Zollunion, die dann eine Mehrheit findet, was sie der Regierung mit auf den Weg gibt, jetzt verhandelt da mal mit so mit der Kommission. Die zwei Versionen. Erstens, was muss man realistisch den Briten aus europäischer Sicht
für eine Frist einräumen, um das umzusetzen? Entweder ein Angebot zu konkretisieren oder nachzuverhandeln? Und zweitens, was bedeutet das für die Europawahl? Ich habe jetzt von verschiedenen Quellen Auskünfte darüber, wie erstens konstituierende Sitzung des Europäischen Parlaments in der ersten Juliwoche, zweitens, bis wann gewählt werden kann. Also vor diesem Hintergrund, was ist da unser echtes Window of Opportunity, um den Briten zu zeigen, das geht jetzt schief morgen, dann geht das Montag nochmal schief und dann, wenn es eine zweite Abstimmung gibt, also wenn dann wirklich Money Time ist, können wir sagen, okay, 3 Monate, aber dann müsst ihr liefern oder 2 Monate oder diese beiden Modelle. Können Sie mir da ein bisschen helfen, was wir der Bundesregierung mit auf den Weg geben sollen, was Sie in Brüssel sich für einsetzen sollen, was die Frist ist? Weil ich habe ehrlich gesagt keine Lust auf ein Jahr Fristverlängerung, ja, weil ich dann befürchte, was klar ist, sagen wir, sondern mal ein bisschen konkreter bitte. Ja, 2 Punkte kurz. Also das zweite Referendum halte ich nicht für möglich in einer kurzen Zeitfrist. Das brauchte im britischen Recht doch einige Zeit, um das überhaupt umzusetzen. Insofern, wenn man diese Option hätte, ein zweites Referendum im Vereinigten Königreich durchsetzen zu wollen, und wenn die britische Regierung das wollte, dann müsste man eine erhebliche Fristverlängerung geben. Und die Frage ist, ob man politisch dazu bereit sein möchte. Jetzt die andere Frage, was passiert, wenn sie sich nicht zu diesem Withdrawal Agreement nicht darauf einigen können, aber letztendlich signalisieren, dass sie doch irgendetwas anderes schreiben wollen, kann man nochmal nachverhandeln, was für einen Zeitraum braucht man. Ich habe immer gedacht, die wirkliche Lösung des Irland-Problems kann nur gefunden werden, wenn man tatsächlich ein relativ klares Abkommen über die zukünftige Handelsbeziehung hat. Das Problem ist nur, diese Handelsabkommen kann man nicht über Nacht ausverhandeln, das dauert Jahre. Also insofern sehe ich im Prinzip die einzige Möglichkeit, wenn man diese Option verfolgt, dann darin, dass man eine stärkere Bindung dieser politischen Absichtserklärung im Austrittsabkommen verankert, also dass man das stärker im Austrittsabkommen verankert, um so zu erreichen, dass die Briten eben bereit sind, dann doch diesem Austrittsabkommen zuzustimmen. Ja, mit Blick auf das zweite Referendum, da liegt natürlich die Entscheidung bei den Briten. Ja. Die Frage ist ja, was kann die Europäische Union anbieten, um sozusagen so ein bisschen Luft also zu schaffen? Also, und da ist es, glaube ich, tatsächlich so, dass die Europäische Union nur diese beiden Optionen hat, nämlich, und das kann man eben anregen, tatsächlich, dass man eben diese 2-Jahres-Frist einvernehmlich verlängert. Das sieht ja der 50 Absatz 3 explizit vor. Und wenn da die Briten nicht mitmachen, könnte man natürlich politisch noch diskutieren. Das ist aber heikel, tatsächlich einfach so zu verfahren, dass man die Briten weiterhin als Mitgliedstaat behandelt und dann mal guckt, was passiert. Das Hauptproblem sehe ich allerdings dann mit Blick auf die von Ihnen angesprochenen Wahlen zum Europäischen Parlament. Denn das ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn die Abgeordneten jetzt erstmal wieder gewählt sind, dann sitzen die im Europäischen Parlament. Und dann, was passiert denn eigentlich dann nach 2 Jahren? Dann muss man da wieder irgendwelche Übergangslösungen finden. Und da muss ich gestehen, fällt mir auch nicht die optimale Lösung ein, aber vielleicht muss man ganz pragmatisch sein, dann enden die Ämter eben mit dem Austrittsabkommen und dem Abkommen über die zukünftigen Beziehungen, wo ich relativ nah, glaube ich, bei dem bin, was Guntram Wolf eben gesagt hat. Okay, vielen Dank. Herr Hebner, bitte. Ja, vielen Dank. Der Kollege Kuhle hatte vorhin ein Thema angesprochen, und zwar WTO, Nutzung der WTO-Regeln als Grundlage. Und er hatte Professor Beck Sie angesprochen. Ich würde Ihnen ganz gerne Gelegenheit geben, hier ein paar Ausführungen, denn Sie kamen dann zeitlich nicht dazu zu machen. Parallel möchte ich aber auch gleich noch mal ein anderes Thema ansprechen, und zwar ein Thema, an dem hier in dem Fall immer wieder so richtig herrlich eigentlich vorbei manövriert wird. Denn die Kollegin Frau Gordon-Kranich hat auch gefragt, was passiert denn? Oh, Entschuldigung, Grodenkranicher, danke, Verzeihung. Was passiert an der irischen Grenze? Ich bin mir nicht sicher, ob sich jeder in dem Fall wirklich vor Augen führen kann, was das eigentlich heißt, diese Fragestellung. Denn wir haben es eigentlich hier mit einem, noch in dem Falle aus ja, fast kolonialer Zeit, könnte man sagen, Auswirkung der Schlacht an der Boyle von 1690 zu tun, dass nämlich Gesamtirland als englische Kolonie dann fungierte und durch die Unabhängigkeit Irlands, der Republik Irland, eigentlich ein Abkommen von Seiten der damaligen, in dem Falle ja, Streiter für Irland, unterzeichnet wurde, was die irischen Nordprovinzen an England übertragen hat.
das haben die damals, diese Unterzeichner, Michael Collins und so weiter, nicht überlebt, weder politisch in dem Fall noch physisch. Und ich gehe davon aus, dass heute die zumindest physisch überleben, die irische Regierung, wenn sie sowas, eine Kontrolle an den Grenzen durchführt, aber auch nicht wirklich politisch. Das wird ein riesiges Problem. Es ist immer so nett, dass die Medien auch immer sprechen von einem Konflikt zwischen Protestanten und Katholiken. Was ein Unsinn. Es wohnen in Nordirland Engländer wie auch Iren. Iren somit beiderseits der Grenze. Und es wird niemals eine irische Regierung eine in dem Falle, wie sagte der Herr Professor Stoll, eine Außenkontrolle dann durchsetzen wollen. Das werden die ein Riesenproblem haben. Das wird nicht funktionieren. Und an der Frage wird hier momentan immer komplett vorbeimanövriert. Auch in dem Falle gerade eben, was ich gehört habe, Anwendung der Unionszollkodex an der irischen Grenze. Bitte schön, da hätte ich mal gerne die Information, Herr Dr. Trier, wie Sie das dann eigentlich umsetzen wollen, wenn Sie sowas sagen. Das ist für mich ein Unding. Das wird politisch keine irische Regierung überleben. Wir werden damit eine offene Grenze haben, die im Prinzip de facto eine auch in der Durchführung in dem Falle von Zollgrenzen ad absurdum führt. Ich hätte bitte jetzt gerne von Ihnen gewusst, was ist da die Konsequenz? Denn eine Konsequenz haben wir, bitte argumentieren Sie es anders, damit ein Verbleib von Teilen von Großbritannien und damit Großbritannien in der Zollunion. Bitte um Informationen. Bitte an Herrn Dr. Triere, aber auch an Herrn, ja, wie wäre es, Herr Dr. Wolf, vielleicht können Sie da was zu sagen. Die erste Frage galt allerdings an Herrn Professor Beck. Ich denke, wir fangen mit Dr. Beck an. Ja, danke schön. Ich werde mich mal sputen, nicht? Also in gewisser Weise hat ja Herr Hau die Frage schon beantwortet, was die irische Grenze anbelangt. Also es wird keine Grenzpfosten geben, es wird keine Zäune geben und auch keine regelmäßigen Grenzkontrollen und keine umfassenden Grenzverkehrsstörungen. Das hat die britische Regierung bereits klargestellt, das hat der Chef der britischen Steuerbehörde bei mehreren Anhörungen im Parlament dort eindeutig dargelegt. Und auch die Iren haben kein Interesse an einem Wiederaufbau einer Mauer, nicht? Und also es wird keine rechtlich saubere, das heißt natürlich, es wird keine rechtlich saubere Lösung geben, nicht? Das stimmt natürlich, aber so ist es an der Schweizer Grenze ja ebenfalls, nicht? In diesem Fall ist die Welt weder schwarz noch weiß, sondern grau, aber das ist mancher Lieblingsfarbe, nicht? Nicht? Und dann vielleicht zum Thema WTO-Regeln. Also ich glaube, ich sagte ja selbst, das sei nicht die beste aller Welten, aber man soll hier auch kein Albtraum-Szenario zeichnen, denn die Zölle sind bei durchschnittlich 3%. Für die Automobilindustrie sind sie höher. Deswegen denn auch mein Rat, man möge auch im Falle eines No-Deal-Szenarios weiterhin versuchen, ein Abkommen abzuschließen. Nicht? Ich hoffe, das war so in Zügen. So, damit gehen wir schon wieder zu... Herr von Marschall, bitte. Vielen Dank. Meine Fragen gehen an Herrn von Ondarza. Im Kapitel 5 sind, im Teil 5 sind von Kapitel 5 bis 7 die Außensicherheits- und auch die Entwicklungspolitik beinhaltet. Jenseits der Frage, was wir dann in den nächsten Tagen erleben, können Sie uns einfach perspektivisch mal sagen, was das Vereinigte Königreich gerne möchte? Also zum Beispiel weiterhin Bestandteil des gemeinsamen Entwicklungsfonds sein. Das ist ja auch eine Frage, die sich stellt, weil möglicherweise dieser Entwicklungsfonds ja Teil des EU-Haushaltes künftig werden soll. Wir haben aber, finde ich, ein großes Interesse dran, mit dem Vereinigten Königreich, insbesondere wenn ich nach Afrika blicke, da gemeinsam auch in Zukunft eng zusammenzuarbeiten. Das Vereinigte Königreich hat sich wenig begeistert in der Vergangenheit von der permanenten strukturierenden Zusammenarbeit in der Verteidigungspolitik gezeigt. Ich weiß nicht, ob sich das erkennbar jetzt ändert, auch im Zusammenhang mit den vielleicht doch etwas isolationistischen Positionierungen der Vereinigten Staaten. Vielleicht können Sie zu diesen beiden Themen Verteidigungs- und Entwicklungspolitik ein paar Auskünfte geben. Ja, herzlichen Dank für Ihre Fragen. Ich glaube,
wie bei allen Fragen zum Brexit ist die größte Schwierigkeit hier zu sagen, was will das Vereinigte Königreich eigentlich? Denn was wir eigentlich zum jetzigen Zeitpunkt sagen müssen, dass es im britischen Parlament eigentlich keine Mehrheit für irgendeine Form des Brexits gibt und es dementsprechend auch außerordentlich schwierig ist zu sagen, was das Vereinigte Königreich eigentlich will und dass der grundsätzliche Zielkonflikt in dem Austrittsabkommen eben noch nicht beantwortet ist, dass das Vereinigte Königreich möglichst viele der Vorteile der EU-Mitgliedschaft behalten möchte, ohne die damit verbundenen Pflichten zu übernehmen oder ohne zu akzeptieren, dass es eben als Drittstaat diese Pflichten und Rechte nicht mehr einnehmen kann. Und so würde ich sagen, verhält es sich auch bei der Außen- und Sicherheitspolitik, wo, wenn wir uns das Weißbuch der britischen Regierung anschauen, es relativ weitreichende Vorschläge gibt, an welchen Dialogformaten man noch zumindest als Beobachter beteiligt sein möchte, mit regelmäßigen Sitzungen, vor allen Dingen beispielsweise mit dem politischen Sicherheits- und politischen Komitee, mit Möglichkeiten zur Teilnahme an EU-Operationen, mit Möglichkeiten auch zur Teilnahme an PESCO-Projekten und am Europäischen Verteidigungsfonds. Und ich glaube, daher ist die große Frage hier für die Europäer bei der Außen- und Sicherheitspolitik, wie gehen wir mit einem Staat um, der offensichtlich sehr viel mehr in die Waagschale werfen kann, gerade bei der Außen- und Sicherheitspolitik, aber dann natürlich auch nicht akzeptieren wird, dass er dann nicht Mitspracherecht hat. Ich gebe mal als Beispiel den Europäischen Verteidigungsfonds. Hier hat beispielsweise ein Staat wie Norwegen relativ wenig Probleme damit, 1% reinzuzahlen, keine großen Mitspracherecht zu haben, aber zumindest leicht zu profitieren. Großbritannien würde 16% nach BIP in diesen Fonds einbezahlen und dann natürlich mit am Tisch sitzen, selbst wenn sie kein Mitbestimmungsrecht haben und sagen, wir wollen wissen, wo dann dieses Geld hingeht und wir wollen dann auch, dass unsere Industrie davon profitiert. Das heißt, die grundsätzliche Entscheidung bei der Außen- und Sicherheitspolitik, glaube ich, anders als bei den vielen Binnenmarktthemen für die Europäer wird sein, wollen wir, dass die Briten mit am Tisch sitzen, seat at the table, but no vote, oder wollen wir klar sagen, auch in der Außen- und Sicherheitspolitik bleibt Großbritannien ein normaler Drittstaat und kann ähnlich wie Norwegen oder die Schweiz nicht an den Entscheidungen teilnehmen. Ich glaube, das ist eine Entscheidung, die erst unabhängig oder zumindest nicht direkt betroffen vom Austrittsabkommen in der Übergangszeit geregelt werden muss. Was die Entwicklungspolitik angeht, da gibt es genauso Angebote der britischen Regierung, sich hier finanziell dran beteiligen. Aber ich glaube, auch das wird abhängig sein davon, wie weit die EU-27 bereit sein werden, Großbritannien ein Mitspracherecht zu geben. Letztes Wort dazu. Ich glaube durchaus, dass es in London Stimmen gibt, die bei einem No-Deal-Szenario bereit sein werden, die Außen- und Sicherheitspolitik als Bargaining-Chip zu nehmen und die Europäer unter Druck setzen werden, dass sie zum Beispiel Unterstützung etwa in Mali für Frankreich oder auf dem Baltikum für EU-Mitglieder zurückziehen oder reduzieren. Vielen Dank. Herr Kuhle, bitte. Ja, bevor ich zwei weitere Fragen an Herrn Dr. Behrens stelle, doch noch ein Wort zur Frage der WTO. Also ich zitiere mal den britischen Schatzkanzler Phil Hammond, der im Oktober gesagt hat beim Parteitag der Konservativen Partei, wir werden eine harte Grenze unter den WTO-Regeln auch in Nordirland durchsetzen. Das ist unerträglich, dass da nicht mit einer Stimme gesprochen wird. Es führt dazu, dass Unsicherheit besteht auf allen Seiten und es führte übrigens dazu, dass der irische Botschafter, der hier gesessen hat, Herr Professor Dr. Beck, sich auch für einen Deal ausgesprochen hat. Also das stimmt nicht, was Sie hier sagen. Ich habe zwei Fragen an Herrn Dr. Behrens. Zum einen sind Sie ja tätig in Schottland und die Situation in Schottland hat sich ja sehr zu bewerten vor dem Hintergrund der Tatsache, dass dort auch ein Referendum stattgefunden hat vor einigen Jahren über einen Verbleib Schottlands im Vereinigten Königreich. Jetzt ist die Frage, wie wird denn in Schottland eigentlich das No-Deal-Szenario gesehen und was haben wir politisch und rechtlich zu erwarten angesichts eines Verbleibs Schottlands im Vereinigten Königreich und wie sollten wir damit umgehen? Meine zweite Frage dreht sich um den Aspekt Sicherheit. Wir hatten nicht nur den irischen Botschafter zu Gast, wir hatten auch den britischen Innenminister zu Gast in diesem Ausschuss, ein denkwürdiger Auftritt, in dem er auch es für möglich erklärt hat, dass der EuGH weiter Jurisdiktion ausüben solle über Angelegenheiten der inneren Sicherheit. Aber wie geht es eigentlich mit der inneren Sicherheit weiter im Falle eines No-Deals? Das White Paper der Briten bringt ja eine Europol-Mitgliedschaft beispielsweise ins Gespräch. Ist das auch denkbar für den Fall eines No-Deals? Wie machen wir da weiter? Ja, vielen Dank.
Die Situation von Schottland ist ganz besonders interessant, denn Sie haben auf die zwei Referenden hingewiesen, die wir ja gehabt haben, 2014, das zur Unabhängigkeit, wo es etwa 10% mehr waren, die sich für die Union ausgesprochen haben, und dann eben 2016 das Brexit-Referendum, wo wir eine überwältigende Mehrheit hatten, überwältigend wirklich für die Europäische Union von mehr als 60%. Und es gibt sehr gute Gründe dafür. Es gibt sehr viele schottische Unternehmen, die sehr stark angewiesen sind auf die EU-Bürger. Wenn ich Walkers zum Beispiel als Beispiel nehmen kann, das ist nicht Johnny Walker, das sind die Shortbread Walkers, die Kekse herstellen. Die haben etwa ein Drittel ihrer Saisonarbeiter sind EU-Bürger. An meiner eigenen Universität, ich war überrascht, als ich das gesehen habe, University of Edinburgh hat 25% der akademischen Mitarbeiter sind EU-Bürger. Also wir sind in Schottland natürlich sehr angewiesen auf die Europäische Union, und ich darf Ihnen auch ausrichten von Sicht meiner Universität, dass wir auch gerne weiterarbeiten möchten mit der Europäischen Union und gerade mit Deutschland. Dieser Ausgang des zweiten Referendums, des Brexit-Referendums in Schottland, hat dann der Regierungspartei, das ist die Schottische Nationalpartei, dann auch den Mut wiedergegeben zu denken, dass sich auch mit den Fragen von Unabhängigkeit etwas ändern wird. Und das ist eigentlich im Augenblick noch nicht eingetreten. Die Umfrageergebnisse sind etwa gleich geblieben, aber der Brexit ist auch noch nicht eingetreten. Das heißt also, 2021 wird ein sehr interessantes Jahr zu verfolgen sein, denn 2021 gibt es wieder Wahlen in Holyrood, im schottischen Parlament. Und die Auswirkungen des Brexit sind vielleicht dann schon deutlich abzusehen. Ganz kurz zur inneren Sicherheit. Das ist auch ein sehr, sehr interessanter, sehr wichtiger Punkt. Wir haben nämlich gesehen, dass sich da wirklich der Unterschied zwischen Europarecht und Völkerrecht, allgemeinem Völkerrecht, sehr stark bemerkbar macht. Solche Datenbanken wie etwa Schengen II, die sehr, sehr wichtig sind für die innere Sicherheit, die gibt es im Grunde genommen gar nicht im Völkerrecht. Es gibt bei Interpol gibt es eine allgemeine Datenbank, die aber bei Weitem nicht so gut ist. Schengen II ist 500 Millionen Mal im letzten Jahr abgerufen worden von britischen Sicherheitsbehörden. Der europäische Haftbefehl ist in den letzten 9 Jahren, hat zur Auslieferung von 11.000 Personen geführt an Großbritannien. Das sind also Zahlen, die einen wirklich Besorgnis hervorrufen lassen in Bezug auf diese innere Sicherheit nach Brexit. Vielen Dank. Herr Kollege Petri, bitte. Ja, Herr Vorsitzender, vielen Dank. Ich möchte anknüpfen an die Beantwortung und auch an die Frage von Herrn Kuhle und möchte die gerne an Herrn Ondarza richten. Es geht mir um die internationalen Auswirkungen, die innerbritischen. Schottland ist genannt worden, aber es gibt dort auch noch andere Bereiche, die beachtenswert sind. Wie wirkt sich ein No-Deal aus? Selbstständigkeitsbestrebungen auch anderer Teile des Vereinigten Königreichs, wie schätzen Sie das ein? Schottland ist schon genannt, aber auch speziell dazu. Dann auch Fragen, Auswirkungen, die oftmals nicht im Blick sind. Gibraltar, Zypern, britische Militärbasen, die Sicherheitsstruktur dort, Gibraltar, iberischer Raum, Überflugrechte. Sehen Sie da ein Szenario bei einem No-Deal? Und letzte Frage, also insgesamt die internationale Einbindung. Wir hatten vor Weihnachten mal einen Link rumgeschickt bekommen, da hat ein Institut berechnet, dass No-Deal ein Segen für Großbritannien wäre. Die Wirtschaft steigt und boomt und Großbritannien kommt nach vorne. Wenn man geguckt hat, wo kommt es her? Es kommt aus Indien, ist es gekommen. Also Commonwealths Auswirkungen, wie schätzen Sie das ein? Ja, vielen Dank. Ein ganzer Strauß an Fragen. Ich fange mal mit der innerbritischen Situation an. Wie wir gerade schon gehört haben, geht der Riss zum Brexit quer durch das Vereinigte Königreich und eben auch durch die einzelnen betroffenen Nationen. Nordirland und Schottland haben jeweils für den Verbleib in der Europäischen Union gestimmt, Wales und England eben für den Austritt. Und gerade für Nordirland und Schottland wird sich eben ganz konkret bei einem No-Deal-Szenario die Frage stellen, wie geht es langfristig weiter. Für Schottland ist das sehr, sehr eng mit der Frage eines zweiten Unabhängigkeitsreferendums verbunden. Hier hat die schottische Regierung im Verlauf des Brexit-Prozesses bereits ein zweites Unabhängigkeitsreferendum gefordert. Das hat die britische Regierung aber bisher abgelehnt. Und hierfür wäre auch langfristig weiterhin die Zustimmung des britischen Parlaments notwendig. Hier würde ich also davon ausgehen, dass sich die Situation in Schottland verschärfen würde. Der Druck sicherlich steigen würde für eine Unabhängigkeit, weil es viele Befürworter
der Unabhängigkeit gibt, die sagen, wenn es den harten Brexit kommt und wir gegen unseren Willen aus der EU geführt werden, das ist dann nochmal ein Beweis, dass wir die Unabhängigkeit brauchen. Hier also eher eine Verstärkung der innerbritischen Konflikte. Und für Nordirland stellt sich die Frage noch sehr viel verschärfter. Die nordirische Polizei, auch der Polizeichef, geht ganz klar davon aus, dass falls in irgendeiner Form Infrastruktur an der Grenze aufgestellt wird, das wieder zu Eruption von Gewalt führen wird und sich die Frage zum Umgang von Nordirland nochmal verschärft stellen wird. Wir haben Umfragen in Nordirland, die besagen, dass die Mehrheit kippen würde und im Falle eines No-Deal-Brexits die Mehrheit für einen Anschluss an Irland wäre. Und die britische Regierung hat sich im Karfreitag-Abkommen international verpflichtet, bereits einen sogenannten Border Poll in Nordirland durchzuführen, wenn dort die Mehrheit nachweislich für einen Anschluss an die Republik Irland ist. Das heißt also bei einem No-Deal-Brexit und gerade, ich bin hier auch der Meinung, dass dann Infrastruktur und Grenzkontrollen notwendig werden, müssen wir mit einer Verschärfung des Konflikts rechnen. Wir müssen damit rechnen, dass die Iren zumindest auf den Tisch legen werden, über die Frage der Wiedervereinigung zu sprechen. Und letztlich, es muss dann auch eine EU-Position entstehen, wie man mit einem solchen Verfahren umgeht. Was die internationale Einbindung angeht, wird sich für Großbritannien bei einem No-Deal-Brexit natürlich noch mal ganz anders die Frage stellen, wie es sich international positioniert. Präsident Trump hat öffentlich bereits gesagt, dass er das Austrittsabkommen ablehnt und falls das Abkommen nicht zustande kommt, Großbritannien ein relativ weitreichendes Freihandelsabkommen anbieten wollen würde. Das heißt, ich gehe davon aus, dass die USA durchaus die Chance nutzen würden, im Falle eines No-Deal-Brexit Großbritannien näher an sich heranzuführen und es dadurch durchaus zu einer Konkurrenz zwischen EU-27 und den USA kommen würde, wie man mit Großbritannien angeht. Letztes Wort dazu. Die eigenen Berechnungen des britischen Finanzministeriums gehen allerdings davon aus, dass selbst ein weitreichendes Freihandelsabkommen mit den USA und Indien nicht die Verluste durch einen No-Deal-Brexit für Großbritannien wettmachen würden. Ja, vielen Dank. Dann Herr Kollege Meisser für die Fraktion Die Linke. Ja, vielen Dank. Meine Frage geht an Frau Zinke. Sie haben vorhin ja die negativen Auswirkungen eines No-Deal-Szenarios auf die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf beiden Seiten deutlich gemacht. Jetzt an die spekulative Frage, falls es dazu kommen sollte, wie sollte aus Ihrer Sicht, aus Sicht des Deutschen Gewerkschaftsbunds, der Schaden für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer möglichst minimiert werden und insbesondere mögliche Szenarien, was könnte es an alternativen Wegen geben, um die Rechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dann im Nachgang auf beiden Seiten möglichst weitgehend abzusichern? Ja, danke. Die Frage hat sich nicht nur der DGB gestellt, sondern auch der britische TUC. In der Trades Union Congress, unsere Partnerorganisation gewissermaßen, allerdings mit mehr kleinen Mitgliedsgewerkschaften. Die haben über 80 kleine Gewerkschaften, zum Teil von ein paar hundert Mitgliedern bis zu über einer Million. Die Grundidee, die zurzeit diskutiert wird, ist die, dass ein multilaterales Abkommen erreicht werden sollte. Das bezieht sich auf ein Gutachten von Professor Krajewski, das uns vorliegt. Dieses multilaterale Abkommen als EU-Abkommen sui generis soll sein eine Klausel, die ein Rückschrittverbot enthält, das heißt Beibehaltung des bisherigen sozialen Standards, des sozialen Acquis. Künftige Vereinbarungen sollten direkt mit einbezogen werden, also quasi eine Dynamisierung des sozialen Acquis. Drittens, keine Auswirkungen auf die Handelsbeziehungen, also keine Verknüpfung mit Handelsbeziehungen. Der Sozialacquis muss unabhängig von Handels- und Zollvarianten umgesetzt werden. Die Verpflichtung, bestimmte Standards, vor allem im sozialen Bereich, Sozialrecht und Arbeitsrecht zu halten und zu verbessern, sowie die Frage des Zugangs zur Gerichtsbarkeit nochmal aufzumachen und durchzusetzen.
Wir wissen ja alle, dass die Problematik bei Abkommen immer die Frage ist, wer kann wem gegenüber zu welchem Zeitpunkt vor Gericht gehen, um irgendwas durchzusetzen. Auch das müsste in solch einem Abkommen sui generis geklärt werden. Ist ein anspruchsvolles Vorhaben, aber ist selbstverständlich, wenn gefragt wird, was wäre denn jetzt die Lösung, was wäre denn jetzt der Ausweg? Das wären unsere gemeinsamen Vorstellungen von TUC und DGB für einen Ausweg, der möglichst die Rechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer so wenig wie möglich einschränkt. Wir haben als Gewerkschaften das Ursprungsinteresse, den freien Handel von Arbeitskraft einzudämmen. Das heißt also, wir wollen nicht, dass sich Marktpreise für Arbeitskraft durchsetzen, sondern wir wollen nach Möglichkeit Tarifverträge, die Sie natürlich als Monopolpreise dann bezeichnen können, durchsetzen. Das ist der Grundgedanke, wenn wir sagen, wir müssen hier gemeinsam verhandeln. Jeder Arbeitnehmer, der einzeln irgendwo hingeht, egal ob es jetzt zu einem UK-Arbeitgeber ist oder zu einem Arbeitgeber auf dem Festland, wird immer in einer schlechteren Position sein. Und wir wollen verhindern, dass Beschäftigte gegeneinander ausgespielt werden. Und deswegen brauchen wir eine Basis des gemeinsamen Acquis, die vertragsgemäß festgelegt werden muss. Danke. Vielen Dank. Dann Kollege Manuel Sarrazin für Bündnis 90 Die Grünen. Ja, so viele Fragen bleiben nach den informativen Auskünften ja nicht mehr. Aber eine vielleicht trotzdem, nämlich an Dr. von Ondarza. Jetzt angenommen, das Szenario, es gibt einen Hard Brexit. Meine These wäre, und ich weiß nicht, wie Sie das sehen, dass kluge, weitsichtige Unternehmen schon so weit mögliche Kosten eines Hard Brexits einkalkuliert haben, dass ein sofortiger ökonomischer Zusammenbruch Großbritanniens in einem derartigen Ausmaße, dass er die politischen Selbstfindungskräfte in Bezug auf ein doch wieder zurückzukommen verändern würde, nicht vorhersehbar ist, sondern eher ein Zusammenbruch der Leadership in der Tory Party und damit eine noch stärkere politische Steuerungslosigkeit des Landes, in die auch nicht Labour in Richtung EU reingehen wird. Das heißt, auch in einem Szenario eines wirtschaftlichen Downturns nach dem 29. März führt die ökonomische Situation nicht zu einer neuen politischen Ausrichtung, wäre meine These. Sehen Sie das auch so? Die zweite Frage, ich weiß es gar nicht, an Herrn von Ondarza oder Professor Stoll. Wir haben ja erlebt, dass die AfD jetzt vorgeschlagen hat, auch Deutschland soll aus der EU austreten. Sehen Sie vor dem Hintergrund der aktuellen Ereignisse in Großbritannien einen gewissen Vorbildcharakter, was wir positiv davon lernen könnten, warum auch Deutschland aus der EU austreten sollte, wie die AfD es am Wochenende beschlossen hat? Ja, vielen Dank für die Fragen. Ich werde es auch versuchen, relativ knapp anzuhalten. Sofortiger Zusammenbruch und Handlungsfähigkeit der britischen Regierung und Wirtschaft. Mein Eindruck ist auch, dass jeder, der unternehmerisch tätig ist, die Zeitungen in Großbritannien lesen kann und wissen muss, dass die Wahrscheinlichkeit eines No-Deal-Brexits steigt und dass es keine große Überraschung mehr ist, wenn Frau May morgen eine Niederlage erleidet. Deswegen gehe ich zumindest sozusagen als politikwissenschaftlicher Betrachter davon aus, dass es kein großer Überraschungsmoment mehr ist und dass wir eher sehen, was wir bisher auch beobachtet haben, dass es keinen massiven Abbruch oder eine Apokalypse in der britischen Wirtschaft gibt, sondern ein Verlangsamen, deutliches Verlangsamen des Wachstums mit möglicherweise einer kurzfristigen Rezession, um die direkten Folgen zu verdauen. Aber alle Studien, die ich kenne, gehen davon aus, dass es deutlich negative Folgen gibt, aber eher ein geringeres Wachstum als wirklich eine lange fortdauernde Rezession für Großbritannien. Die größere Frage ist für mich deshalb in der Tat die Handlungsfähigkeit der britischen Regierung. Die konservative Partei ist derart gespalten, dass es eigentlich nicht nur im Parlament, sondern vor allen Dingen in der konservativen Partei keine Mehrheit für irgendeine Form des Plans B gibt. Das britische Parteien- und Wahlsystem bestraft aber Parteienspaltung derart, dass die konservative Partei irgendwie gezwungen ist, zusammenzuhalten. Zusätzlich kommen die Anforderungen, dass falls Theresa May im Parlament durch ein Misstrauensvotum stürzt, innerhalb von 14 Tagen ein neuer Regierungschef gefunden werden müsste oder sonst gibt es Neuwahlen und ist völlig offen, wer in der konservativen Partei denn eine Mehrheit hätte,
um ihre Nachfolge anzutreten und die Partei dann mit einem einheitlichen Wahlprogramm in solche Neuwahlen zu führen, dass dann Jacob Rees-Mogg auf der einen Seite und Anna Soubry und Kenneth Clark auf der anderen Seite vereinen würde. Deswegen glaube ich, das größte Risiko politisch bei einem No-Deal-Brexit ist auch eine Handlungsunfähigkeit der britischen Regierung, um darauf zu reagieren. Kurz zum Vorbildcharakter, da will ich eigentlich nur sagen, dass selbst die britische Regierung davon ausgeht, dass alle Szenarien des Brexits auch unter dem Austrittsabkommen negative Folgen für Großbritannien haben wird und dass zusätzlich ein deutscher EU-Austritt sicherlich nicht nur ein marginaler Austritt eines ohnehin bereits peripheren Staates in der Europäischen Union bedeuten würde, sondern sicherlich die Existenzfrage der EU ganz auf die Agenda stellen würde. Von daher sehe ich keinerlei Vorteile, aber das ist sicherlich auch eine politische Bewertung. Vielen Dank. Und dann ist nach meiner Information kein Redewunsch mehr aktuell seitens der CDU-CSU-Fraktion, weil die Frage bereits als beantwortet gilt. Dann sind wir auch mit dieser zweiten Runde durch. Uns bleibt mit einer Fast-Punktlandung ein herzliches Dankeschön zu sagen an unsere Sachverständigen, auch der ersten Runde. Ein sehr, sehr informativer Nachmittag und ich glaube, es hat auch gezeigt, egal wo man hier auch mit welchen Nuancen hier stehen mag, aber dass es gut war, die Anhörung durchgeführt zu haben, trotz dieser Imponderabilien für morgen. Und wir werden natürlich auch am Mittwoch, wenn wir dann reguläre Ausschusssitzung wieder haben, dieses Thema sicherlich nochmals aufrufen. Ganz, ganz herzlichen Dank an alle und auch an unsere Sachverständigen, wörtlich gemeint, auf ein baldiges Wiedersehen. Und natürlich an unsere Übersetzer. Vielen, vielen Dank. Wir wären geradezu sprachlos ohne Sie.